Weltcup-Spiel von 1946 bis 1969 aktiv. Von Schüler bis zur ersten Mannschaft. Und ich habe nur in Anfang gespielt. Kickers auf den Bach. Zusammenspiel zwischen Held und Nuba. Und der Offenbacher Stopper erzielt das 1:0. Immer locker. Ihr Lieben, dann sage ich Hallo und herzlich willkommen live vom Biberer Berg auf Bibershöhen. Da gastiert der VfB Stuttgart 2, die zweite Mannschaft. Ja, und wir haben eben schon eine riesen Schrecksekunde gehabt. Alles lag da nieder, kein Strom, in der Tat. Kompletter Stromausfall im ganzen Stadion, alles war ruhig, die Anzeigetafel war down. Jetzt sehen wir sie wieder, sie strahlt wieder. Aber das große Problem war, Internet ist bis jetzt noch nicht da. Und ja, wir sorgen ja immer ein bisschen vor, haben jetzt mobiles Internet angeschaltet. Das habe ich immer sozusagen als doppelte Absicherung. Also insofern hoffen wir, dass es jetzt hiermit auch eine stabile Übertragung gibt. Kasper, der ist da und erstmal hallo und herzlich willkommen. Der ist auf glühende Kohlen. Was gibt's denn? Ja, Lars, also erstmal begrüße ich euch hier am Biberer Berg. Ja, Lars, ich fand den Satz einfach wunderschön, wenn du in einem Internet-Livestream sagst, ja, wir haben kein Internet, Leute. Und die Leute das hören, tja, dann haben wir wohl bei der Vorbereitung irgendwas richtig gemacht. Ja, genau, Lars, wir spielen heute gegen die zweite Mannschaft vom VfB Stuttgart und ich denke mal, wir wollen wahrscheinlich sofort für die ganz frühen Vögel hier, die früh im Stream dabei sind, die Aufstellung liefern, oder? Genau, da würde ich sagen, schauen wir beim OFC rein. Wie sieht es denn bei den Kickers aus, die Aufstellung der Offenbacher Kickers? Genau, nicht allzu viele Veränderungen. Wir mussten da auf ein, zwei, oder Sreto musste da auf ein, zwei Sachen reagieren. Im Tor natürlich Stefan Flauder, dann links hinten Ronny Marcos ist wieder drin in der Viererkette mit Ozarenren, Okungbowa, Sebastian Jelinecki und Mike Vetter. Und davor die drei Mann im Mittelfeld. Da sehen wir eine Veränderung. Und zwar für Florent Bojai, der wohl an einem grippalen Infekt leidet, ist Matthias Fetsch in die Startformation gerückt. Dieses Dreier-Mittelfeld, da haben wir jetzt Hussein Bajic auf der 6. Aber ihr wisst, wie es ist. Alle drei sind in der Lage, sich mal tiefer zu postieren. Ich denke, die werden da fröhlich durchrotieren. Also die genauen Positionierungen da in diesem Dreier-Mittelfeld bitte nicht zu eng sehen. Dann links draußen Rafael Garcia, rechts draußen Serkan Firat. Auch die beiden waren wahrscheinlich mächtig, die Seiten wechseln. Und im Sturm Dejan Bozic. Und dann wollen wir natürlich, wenn wir gerade so im Redefluss sind, auch noch schnell auf die Aufstellung der Gäste gucken. Zweite Mannschaft vom VfB Stuttgart aufgestellt von Trainer Frank Gefahrenhorst. Im Tor haben sie da Nikolas Klaus dabei. Dann erwarten wir sie mit so einer Dreier-Schrägstrich-Fünferkette mit Matej Maglica, Dominik Notnagel und Julian Kudala da hinten drin. Linker Flügelverteidiger Erkin Celebi, rechter Flügelverteidiger Enrique Pereira da Silva. Dann zwei Mann im zentralen Mittelfeld, ein alter Bekannter, Richard Weil, daneben Luca Bazzoli. Und ja, Spielmacherposition oder vielleicht auch so in diesem Dreierverbund da im Mittelfeld drin, Falco Michel. Und dann zwei Stürmer, sehr klangvolle Namen. Der eine, nur weil er ein Namensvetter ist, von Toni Polster, nämlich Manuel Polster, ganz junger Mann, schneller, quirliger Stürmer, rechts vorne drin. Und daneben ein anderer, sehr klangvoller Name, ich glaube, der sagt sogar dir was, Sven Schiplock, 181 Mal Bundesliga gekickt und jetzt also der erfahrene Mann bei der zweiten vom VfB Stuttgart. Und ich glaube, wir können mal schauen, denn ich glaube, den einen oder anderen haben wir eingefangen, Klauf, von dem du gesprochen hast. Gucken wir mal rein. Genau, also insbesondere jetzt bei den Gästen, das ist Sven Schiplock, eben 33 Jahre alt, sehr, sehr routinierter Mann. Das ist ein richtig alter Hase, hat für Hoffenheim gekickt, für Stuttgart in der ersten Mannschaft, für Hamburg und so weiter. Ist ein richtiger Tank mit 1,86 da vorne drin. War jetzt lange Zeit verletzt. Auf Transfermarkt.de stand Rückkehr unbekannt. Jetzt ist er bekannt und zwar Rückkehr gegen Kickers Offenbach. Und bei uns gab es ja auch die große Frage, wer wird denn Bojai vertreten? Und auch da haben wir eine Lösung gefunden. Genau, und ich würde sagen, das ist natürlich eine brachial starke Lösung. Matthias Fetsch, der hat ja ein bärenstarkes Spiel gegen Steinbach gemacht, wobei da eigentlich alle ein bärenstarkes Spiel gemacht haben. Und da wünschen wir uns natürlich, dass er da an diese Leistung anknüpfen kann. Auch das ist ja ein sehr routinierter Mann. Auch der ist jetzt, glaube ich, 33 Jahre alt. Und ja, darf natürlich gerne sich auch heute wieder in die Torjägerliste eintragen, während die Jungs da in Rot jetzt gerade an euch vorbei, an der Kamera vorbei, Richtung Kabine heim
laufen. Bekommen dann noch den Applaus von den Rängen. Das ist dann das Zeichen, dass es nicht mehr allzu lange dauert, noch gut 10 Minuten bis Anpfiff. Bis dahin werden wir sicherlich noch das ein oder andere Mal die Aufstellung verlesen, falls ihr sie jetzt verpasst habt, weil ihr euch ein paar Minuten später reinschaltet. Aber genau. Ja, Lars, ich hoffe, du hast den Schreck mit dem Stromausfall halbwegs überwunden. Naja, das ist ungefähr das Allerschlimmste, was man sich vorstellen kann. 2 Minuten, bevor die Live-Sendung losgehen soll. Nicht nur Stromausfall, sondern kompletter Internetausfall. Und der herrscht immer noch vor. Und du hast ja eben gesagt, komisch, dass wir trotzdem senden, dass wir trotzdem auf Sendung sind. Wie ist das möglich? Ja, und wir werden immer ausgelacht, wenn wir mit vollem Kofferraum durch die Gegend fahren und pickepacke voll beladen sind. Das sagen die immer, ja, das machen wir nie. Warum müsst ihr so viel Zeug mithaben? Ja, weil wir Notstromaggregat haben. Bei uns lief hier alles weiter. Jetzt ist das Internet weg. Warum geht es weiter? Ja, weil wir eben mobiles Internet, einen ganzen extra Router hier noch stehen haben, dass ich nur noch umswitchen muss. Also ich denke und hoffe, dass jetzt alles gut geht. Aber wie gesagt, wir sind jetzt hier zu Hause mit mobilem Internet unterwegs. Aber ich denke und hoffe, es wird alles gut gehen. Und das nur so als kleine Erklärung vorab, falls es doch mal irgendwo hakt oder zwickt. Jetzt, kommen immer wieder neue Leute hier in den Livestream rein, während unsere Jungs schon vom Platz gegangen sind. Und dann würde ich sagen, schauen wir nochmal, wie will und wird der OFC spielen? Genau, und dann können wir auch gleich noch die Ersatzbank dann diesmal nachreichen. Das hatte ich gerade eben ja vergessen. Unten läuft sie dann schon mal durch. Also im Tor natürlich unser Capitano Stefan Flauder. Davor eine Viererkette aus Ronny Marcos, aus der Rennrenn Okungbowa, Sebastian Jelinjetski und Mike Vetter. Davor 3 Mann im Mittelfeld. Ich habe es gerade eben auch schon gesagt. Ich sage es jetzt nochmal. Das wird sich immer mal wieder abwechseln. Wahrscheinlich alle 3 sind in der Lage, sich auch ganz tief fallen zu lassen zwischen die beiden Innenverteidiger, den Spielaufbau zu regeln. Insofern, wer da jetzt auf der 6 und wer auf der 8 spielt, das ist im Grunde genommen fast schon egal. Die werden sich da wahrscheinlich abwechseln. Da haben wir Dennis Hussein-Basic, Matthias Fetsch, der den erkrankten Florent Bojai ersetzt, und Tunay Dennis. Links draußen Rafael Garcia, rechts draußen Serkan Firat und im Sturm der 8 Toremann Dejan Botze-Bosic. Und dann die Ersatzbank, lieber Lars. Da haben wir nämlich auch noch einige geile Spieler dabei. Da können wir nachlegen mit David Richter, Mateo Andacic, Lukas Hermes, Elsamit Ramay, Davut Tuma, Enes Zengin, Jason Breitenbach, Christian Stark und Vincent Moreno. Und dann auch jetzt wieder die Gäste aus Stuttgart. Die jungen Wilden, so labeln sie sich selber. Das ist der Marketing-Claim. Da spielen sie im Tor mit Nicolas Glaus. Dann 3 Innenverteidiger mit Matej Maglica, Dominik Notnagel und Julian Kudala. Links draußen Ekin Celebi, rechts draußen, draußen Enrique Pereira da Silva. 2 Achter davor mit Richard Weil, das ist ein alter Bekannter, und Luca Bazzoli, ehemals FSV Frankfurt, genauso wie Dominik Notnagel übrigens. Da haben sie ein bisschen gewildert bei den Bornheimern und die 2 eben rübergeholt. 2 zentrale Säulen der starken Bornheimer Mannschaft aus der letzten Saison. Dann haben wir da noch im Mittelfeld Falco Michel, ob der jetzt in Spielmacherposition spielt oder da in so einem Dreierblock auf der 8-6, da bin ich mir nicht ganz sicher. Und dann davor 2 Stürmer, das eine klangvoller Name, Manuel Polster, aber ich hab's recherchiert, der scheint wirklich tatsächlich nicht bekannt verwandt zu sein mit Toni Polster. Und dann noch Sven Schiplock. Der geneigte Bundesliga-Zuschauer wird diesen Namen auf jeden Fall noch kennen. Bis letzte Saison Stammspieler in der Bundesliga gewesen, der Schiplock. Und dann, Lars, ich glaube, du möchtest unterbrechen, weil dann würde ich die Bank der Gäste kurz dann nachreichen gleich. Machen, aber weil du eben gemutmaßt hast, ob er vielleicht verwandt ist mit Toni Polster. Das kann ich zwar nicht bestätigen, aber wir haben hier zumindest auch Fans, die aus Österreich schreiben und die heißen auch Polster. Also da spricht einiges dafür, dass es zumindest ein Österreicher auch ist. Ja, das auf jeden Fall. Das definitiv ist gebürtiger Wiener, so Transfermarkt.de das dann mir richtig geschildert hat. Und dann Grüße wahrscheinlich an die Familie Polster, die dann jetzt ihren Buben jetzt gleich im Kickers TV Livestream verfolgen wird. Ja, ihr werdet uns nachsehen, dass wir euch jetzt nicht allzu sehr die Daumen drücken können, denn wir halten es natürlich mit dem OFC. Und dann jetzt noch die Bank der Gäste. Da haben wir mit Patrick Schott noch einen Ersatztorhüter dabei und noch einen alten Bekannten, Marc Stein, der sehr, sehr routinierte Innenverteidiger, inzwischen 36 Jahre alt, hat ja auch eine Vergangenheit bei uns, hat auch insgesamt 40 Spiele mit Matthias Fetsch zusammen gemacht, sitzt er erstmal auf der Bank. Dann noch Jaden Bennett, Thomas Krevsnes, Rektal, Alexander Kopf, Moussa Cissé und Mattis Hoppe. Und tatsächlich 2 leere Plätze auf der Bank haben sie da gelassen, denn
Ihr habt es vielleicht mitbekommen, bei der ersten Mannschaft beim VfB Stuttgart grassiert eine massive Verletzungswelle. Ich glaube, 13 oder 14 Spieler fallen hier aktuell aus. Und da werden auch immer wieder Spieler aus der U23 hochgezogen. Aktuellstes Beispiel ist ja so ein bisschen der Starstürmer der U23, der Stuttgarter. Das ist Alou Kohl. Vor dem hatte ich sehr große Sorge. Das ist ein ganz, ganz junger Mann. Den haben sie aus der australischen A-League geholt von den Central Coast Mariners. Und ja, ein wahnsinnig starker, kopfballstarker, wuseliger, schneller Spieler, sehr durchsetzungsstark. Aber unter der Woche wurde er hochgezogen zu den Profis, hat bei einem Testspiel der ersten Mannschaft gegen den FC Zürich wurde eingewechselt für eine halbe Stunde und hat prompt den 1:0 Siegtreffer markiert. Also den werden wir wahrscheinlich bald auch mal in der Bundesliga sehen. So, jetzt habe ich sehr, sehr lang geredet. Ich weiß nicht, ob ihr es im Hintergrund hört. Der Olaf Kruse verliest gerade die Aufstellung in Kombination mit der Waldemar-Klein-Tribüne. Dass ihr den Lars jetzt so lange nicht hört, liegt daran, dass der jetzt noch gerade ein bisschen beschäftigt ist. Der Stromausfall, er hat noch so seine Nachwehen. Und ich würde sagen, wir werfen noch mal einen Blick auf Sven Schiplock. Den habe ich euch ja schon angekündigt. 20, Dennis! Das ist eben dieser Mann, wo ich heute ganz, ganz gespannt bin, was für eine Leistung der heute bringen wird. Aus der Verletzung jetzt zurückkommend. Das heißt, er wird wahrscheinlich noch nicht wieder ganz bei 100% sein. Aber auch wenn er das nicht ist, ist das eben ein verdammt starker, erfahrener Mann, der Schiplock. 33 Jahre alt. Und 181 Bundesligaspiele, die sammelst du nicht mal einfach so als Blinder an. Da musst du schon ganz schön was drauf haben. Ist jetzt nicht der absolute Knipser vor dem Herrn, aber ist natürlich sehr geschickt darin, Bälle festzumachen, weiterzuleiten. War tatsächlich auch Teil der Aufstiegsmannschaft von Arminia Bielefeld. Insofern sind wir da gespannt, was der heute leisten kann. Und auch bei uns wollen wir auf einen Spieler genauer gucken. Und das ist der Ersatz für den erkrankten Florent Bojai. Da rückt Matthias Hetsch heute im zentralen Mittelfeld in die Startformation. Gegen Steinbach hatte das ja wirklich sensationell gemacht. Da war er so wahnsinnig viel unterwegs. Unglaublich viel gelaufen, unglaublich viel auch die Mannschaft auf dem Feld gecoacht. Das ist eben ein ganz, ganz starker Faktor, Matthias Hetsch. Und da freuen wir uns natürlich sehr, ihn heute wieder in der Startelf begrüßen zu dürfen und hoffen, dass er da mit dem Team gemeinsam an die Leistung von Steinbach anknüpfen kann. Wobei man ja auch sagen muss, ich habe euch da allein gelassen in Groß-Asbach. Die Leistung war nicht so verkehrt. Das Tore schießen, das habt ihr verpasst. Ja, in der Tat haben wir eigentlich recht ordentlich gespielt, aber 5 Minuten haben ausgereicht für Groß-Asbach mit dem Doppelschlag nach der Halbzeit, um aus der Führung einen Rückstand zu machen. Und ja, die Chancen waren eigentlich da und jetzt müssen wir uns hier die 3 Punkte zurückholen. Ja, aber gegen einen tatsächlich sehr starken, sehr unangenehmen Gegner. Jetzt haben wir eine sehr trügende Statistik beim VfB Stuttgart vorliegen, nämlich sie sind seit 5 Spielen sieglos. Ja, aber sie spielen ständig unentschieden. Das heißt, sie punkten doch. Und ich glaube, damit wären sie auch zufrieden mit dem Punkt. Und deswegen riecht es ein bisschen nach einem Punkt. Aber das wollen wir auch nicht. Wir wollen 3er. Genau so ist es. Also sie haben nämlich auch seit 5 Spielen nicht verloren. 2:2 Tore in den letzten 5 Spielen. Das ist jetzt nicht die große Spektakelmannschaft tatsächlich. Und es ist so ein bisschen, Lars, der Sozialstation der Liga. Es ist wirklich krass. Gegen die Top-Teams haben sie alle gepunktet, gegen alle Top-Teams, gegen die sie bisher gespielt haben. Gegen Mainz, gegen Steinbach, gegen Elversberg, gegen Mainz haben sie sogar gewonnen und gegen Homburg. Und gegen die ganzen Kellerkinder, da verlieren sie. Also die haben nur 2 Siege gegen Platz 14 oder schlechter geholt. Niederlagen gegen Hoffenheim, das ist eine Kellermannschaft diese Saison. Waldorf und gegen Gießen haben sie verloren. Aber gegen die Top-Mannschaften, da läuft es dann wieder. Deswegen hoffen wir mal heute, dass sie da so ein klein bisschen Abstand nehmen von dieser Metrik. Also weil die Mannschaften noch wohl nicht im Tunnel sind, würde ich sagen, kommt noch ein letztes Mal die Aufstellung der Offenbacher Kickers. Da haben wir sehr Flauder im Tor. Okungboba und Czelenjecki davor. Rechts Vetter, links Marcos. Dann im Zentrum Hosen Basic und Fetsch und Tunay Dennis davor. Rechts vorne Vierrad, rechts links vorne Garcia und Botze. Das ist der Stürmer ganz vorne in und an der Box. Und dann könnten wir auch nachlegen mit David Richter, Matteo Andacic, Lukas Hermes, Elsamed Ramay, Davut Tuma, Enes Zengin, Jason Breitenbach, Christian Stark und Vincent Moreno-Giesel. Und jetzt würde ich sagen, schauen wir mal in den Spielertunnel rein. Können wir da mal ein Bild bekommen, frage ich die Regie. Im Spielertunnel, da haben wir es. Da tut sich doch was. Als ob ich es geahnt hätte, oder? Ja, die gut eingepackten Ersatzspieler. David Richter läuft an uns vorbei, Enes Zengin, Vincent Moreno. Und da hinten habe ich doch schon das erste Leiball gesehen. Ist das... Das dürfte Mike Vetter gewesen sein, da habe ich doch die 8 gesehen. Jason Breitenbach hat ein gutes Spiel gegen Groß-Asbach gemacht. 1,5 Assists. Genau, ja genau, das habt ihr, glaube ich, an der Pressekonferenz drüber gefachsimpelt oder hinterher irgendwie. Er hat ja im Grunde den Elfmeter auch rausgeholt mit seiner Flanke, aber Bocic ist natürlich gefallen, also kriegt er den Assist. Ja, so ist das.
aber heute dann eben erstmal auf der Bank. Ronny Marcos ist zurück in der Startformation und Mike Vetter, das sind die beiden Außenverteidiger für heute, die sollen eben wieder Dampf aus der Defensive heraus machen. Die Waldemar-Kleintribüne, sie hat sich jetzt doch ganz ordentlich gefüllt, nachdem es hier lange Zeit ziemlich spärlich aussah, Lars. Denn man muss es ja auch sagen, da kann man die Augen nicht vorverschließen. Ich glaube, einige Menschen werden inzwischen jetzt auch wieder zu Hause sitzen, weil sie eben doch Sorgen haben vor den Fallzahlen, den aktuellen. Okay, wir stehen ganz schnell mal in den Spieltagstrailer und dann sind wir gleich wieder da. Aber ich glaube, es läuft alles. Ich glaube, es läuft alles gut. So, da sind wir wieder. Und ihr hört, wir stimmen uns hier noch fein ab, denn hier gab es technische Probleme. Das heißt, kompletter Stromausfall im Stadion, die Anzeigetafel, alles war da nieder. Und das geht für uns dann so weiter, dass wir mit unserem Stromaggregat hier einfach weitermachen können. Aber nur hier bei uns im Kickers-TV-Bereich haben wir extra damals angeschafft, nach dem Spiel, nach dem Auswärtsspiel in der Rhön. Und das hat jetzt hier gute Dienste geleistet. Ich hoffe, das klappt alles. Und Internet war auch weg, also deswegen machen wir jetzt mit mobilem Internet und jetzt geht's los, das sind die Schiedsrichter und die beiden Mannschaften nebeneinander, das haben wir auch lange nicht mehr gehabt, oder? Ja, da laufen sie schick an uns vorbei, in den dunklen Leiberl, die zweite Mannschaft vom VfB Stuttgart und in unseren schicken rot-weiß gestreiften Trikots mit den roten Hosen und den roten Stutzen, der OFC, der nach der Auswärtsniederlage in Groß-Asbach heute wieder dreifach punkten will, der VfB Stuttgart. Er möchte die 5-Spiele-Sieglos-Serie brechen, beziehungsweise zumindest die andere Serie, nämlich seit 5 Spielen ungeschlagen. Die möchten sie natürlich halten. So, da wird einmal die Waldemar begrüßt. Lars, dann noch ganz schnell, haben wir einen Zuschauertipp, den wir geben können, Lars? Was sagst du? Ja, es ist heute nicht so wirklich der Tag sonntags, das ist nicht so der beliebte Kickerstag. Also ich sag mal 4,5. Es gibt nur Kickerstage, Lars, aber ich hätte es auch so in die Richtung geschätzt. Ich würde sogar auf 4 runtergehen. Ich sag 4 glatt, Lars sagt 4,5, mal gucken, wer am Ende dann recht hat. Jochen Michel. Schiedsrichter gespannt ist Stefan übrigens Schuber. Niklas Zemke, Julian Marx und Maximilian Fischer. Jetzt wird die Legendenloge verlesen. Dubravko Kollinger. Marcel Kollinger, ja. Wir begrüßen heute bei uns Manni Minz. Also, das ist wieder eine gute Legendenloge heute, eine gute Füllung. Kollinger, sage ich, den könnte man manchmal gebrauchen. Der hat ja Einwürfe gemacht, ne? Die waren ja gefährlicher als jeder Freistoß. Die gingen ja über 40 Meter. Ja, vom Kollinger kenne ich nur so aus diesen YouTube-Videos, die es noch so aus der Zeit gibt, dass man dem immer den Freistoß so einmal angetippt hat und dann hat er immer mit der vollsten Brechstange draufgehalten. Und bei den ganzen Hallenturnieren aus der Zeit. Das war eine Waffe. So, jetzt werden die Spieler nochmal heiß gemacht von der Waldemar. Und dann kann es losgehen. Für alle, die jetzt das Bild sich dazu gekauft haben, euch sei gesagt, wie immer werden wir im Radiomodus kommentieren, damit diejenigen, die sich das Bild nicht dazu gekauft haben, sondern im Radiomodus das Spiel verfolgen, auch auf Ballhöhe sind. Stuttgart in den dunklen Trikots von links nach rechts wird anstoßen. Jetzt geht's los, Gott mit uns, der OFC, der ist im Spiel und Stuttgart erst einmal am Ball. Versuchen es aus dem Zentrum auf die rechte Bahn rausgelegt. Allerdings ist der Ball dann jetzt hier im Seitenaus und es wird Einwurf geben für die VfB Bubis. So ist der Shiplock, wurde da angespielt, aber Ball ist schon im Seitenaus. Nächster Einwurf für VfB Stuttgart, schon eingeworfen. Haben jetzt erstmal den Ball da behaupten können an der Strafraumkante, versuchen sich durchzukombinieren. Okungbo war erstmal dazwischen und dann der OFC schön da hinten jetzt erstmal aus dem Gegenpressing rauskombiniert. Jetzt könnte es die erste Umschaltsituation des Spiels geben. Mike Vetter da rechts draußen zusammenspielen mit Serkan Firat. Serkan gegen 4 Mann setzt er sich dadurch. Sehr gut den Ball gesichert, Serkan. Stark gemacht. Jetzt die Spielverlagerung. Links raus auf Ronny Marcos. Das haben wir so gut gemacht. Und jetzt Ronny Marcos und Rafael Garcia da im Zusammenspiel. Garcia wird da gefoult. Dann gibt es den Freistoß. Ja, ich würde sagen, fast an der Mittellinie. Wird es wahrscheinlich dann kurz ausgeführt werden. Da müsste sich dann allerdings jetzt gleich jemand anbieten. Direkt vor der Kamera gerade eben. Ronny Marcos. Schaut er jetzt, wo kann er hinspielen. Vielleicht auch die Spielverlagerung überlässt dann jetzt erstmal für Ozarenren Okungbowa. Ronny Marcos orientiert sich dann nach vorne. Jetzt der Schlag Richtung Strafraumkante. Matthias Fetsch wird da gesucht. Verliert aber erstmal das Kopfballduell gegen Matej Maglika. Das sind 1,98 Hühne. Da wird man wahrscheinlich im Luftduell nicht viel Land sehen. Ebenso wie aber auch Sven Shiplock gegen Sebastian Jelinetski jetzt gerade eben bei dem langen Ball von Stuttgart. So der OFC dann wieder im Ballbesitz über die eigene Innenverteidigung. Ja, Jelinetski, der ist nochmal die Seite wechselt rüber auf Okungbowa. Und dann kommt der öffnende Pass, soll auf Garcia kommen, allerdings erstmal in die Reihen der Schwaben.
Die versuchen den Ball zu kontrollieren hier auf der rechten Bahn. Und dann geht es mit engem Kombinationsspiel. Gleich drei Offenbacher um ihn herum und das ist einer zu viel. Da ist der Ball weg, das heißt, er ist in den Reihen des OFC und so wollen wir es denn auch haben. Ja, ich habe es schon ein paar Mal gesagt, eben, ich bin immer noch ein bisschen aufgeregt, weil, wie gesagt, zwei Minuten vor Sendebeginn Stromausfall und Internet immer noch weg, bis jetzt weg. Und ich habe dann umgeswitcht auf unser mobiles Internet. Ich denke und hoffe, dass alles sauber klappt. Die Rückmeldungen bis hierhin sind richtig gut. Also insofern gut, dass wir ein Stromaggregat und zweites Internet eben auch noch mit dabei haben. Also weiter geht's. Jetzt die Stuttgarter kommen gefährlich. Dort schon mal an den Strafraum. Ah, und dann versucht er abzuziehen. Allerdings gut geblockt von Ronny Marcos. Aber da haben wir das erste Mal die Spielstärke der jungen Wilden gesehen. Das war gerade eben Julian Kudala. Den hatte ich eigentlich in der Innenverteidigung erwartet. Spielt jetzt aber rechts draußen. So ist das bei diesen ganzen 19-Jährigen. Die können im Grunde genommen jede Position da auf dem Feld spielen. Das ist noch alles relativ offen. Dementsprechend schwer da vorherzusehen, wie sie dann spielen werden. Ist, glaube ich, auch eher eine Viererkette als eine Dreierkette. Jetzt spielt der OFC da ein bisschen hinten rum. Die Stuttgarter pressen das hoch. Aber da gibt es dann den Freistoß für den OFC, weil Mike Vetter umgerissen wurde. Dementsprechend das Pressing da erfolglos gewesen. Ja, und nur noch zu Ende zu führen. Also, ich sehe jetzt, glaube ich, so ich das richtig deute, Stuttgart dann eher in einem 4-4-2 tatsächlich. Wobei, ja, es ist inzwischen auch, zumindest in der Bundesliga Standard, dass Mannschaften während des Spiels mehrfach die Formation auch ändern, sich an den Gegner anpassen und so weiter. Dementsprechend, ja, schwierig das vorherzusehen. Jetzt schlechter langer Ball von Jeniljewski und bringt Stuttgart in der Umschaltbewegung in die Situation rein. Mike Vetter ist der erste Mal dazwischen, rutscht dann jetzt mal weg im Strafraum. Der erste Abschluss und der rauscht einmal durch den Strafraum durch die Beine von Stefan Flauder, von der Grundlinie quasi hereingespielt. Fand dann aber niemanden zum Glück. Das war die erste richtig, richtig gefährliche Situation, die der OFC da zu überstehen hatte. Also Stuttgart in den ersten Minuten durchaus gefährlich, gefällig, wie sie da nach vorne spielen. Sehr, sehr schnell im Umschaltspiel. Und jetzt wieder der Einwurf. Da ist Tunay Dennis, der sich ja sehr gut gegen Sven Shiplock durchsetzt und da den Ball dann erstmal zurückholt. Dann gibt es den nächsten Freistoß. Tunay Dennis wälzt sich da am Boden. Shiplock hat ihm da, glaube ich, noch einen mitgegeben. Dafür gibt es einen Applaus von Frank Fahrenhorst, dem Trainer der Stuttgarter. Ist jetzt in der zweiten Saison hier, während Tunay Dennis noch am Boden liegt. Es sieht aber eher so aus, als würde er weiterspielen können. Um das also noch zu Ende zu führen, Frank Fahrenhorst, zweite Saison als Trainer hier. Letzte Saison hat er dem OFC zweimal einen Punkt abtrotzen können. Das soll ihm doch heute bitte, bitte nicht erneut gelingen. Hat übrigens auch als Spieler einmal gegen Sreto Ristić gespielt. Kalte Dezembernacht 2001 war das. Union gegen Bochum. Aber zurück in die Realität, in die Gegenwart. Langer Schlag vom OFC. Matthias Fetsch wollte da ablegen für Serkan Firat. Hat ihn da aber nicht finden können. Und jetzt einmal mehr das schnelle Umschaltspiel der Stuttgarter über links draußen. Das ist Manuel Polster, wo wir jetzt wissen, dass die Familie da vor den Fernsehgeräten daheim sitzt. Und über links kommen die Stuttgarter jetzt mit der Flanke hinein in den Strafraum. Verlängert aber genau in die Arme von Stefan Flauder, der die Kugel da erstmal aufnimmt. Aber man muss es so konstatieren, ersten 4 bis 5 Minuten gehören den Gästen, den jungen Wilden von der U23 vom VfB Stuttgart, die hier sehr forsch aufspielen, hochpressen. Der OFC, ja, mit vielen unnötigen Ballverlusten gerade noch, beziehungsweise heißt viele, aber jetzt schon einige. Und da können die Stuttgart dann ihr schnelles Umschaltspiel aufziehen. Aber wir wissen, wenn wir uns dann durchkombinieren, dann haben wir die Räume und dann können wir sie auch nutzen. Und da kommt der OFC jetzt eben auch über links, über Ronny Marcos. Wird jetzt Rafael Garcia mitnehmen, schon tief in der Stuttgarter Hälfte. Sind sie da jetzt links draußen? Garcia mit dem Außenriss schön auf Dennis Hussein-Basic, der in die Tiefe gegangen war, aber von zwei Stuttgartern, der jetzt da gepresst wird. Und dann gibt es den Abstoß. Ja, das war schon richtig, war Dennis Hussein-Basic. Zuletzt noch mit dem Fuß dran. Abstoß von Nikolas Klaus. Also Ball ist im Aus. Da habe ich hier Grüße an den 60. Geburtstag. Sollen hier Gratulationen gestellt werden. Und das ist Robert Nikolai. Also, der wird 60. Und Jürgen Heiß, der schreibt die Grüße ganz herzlich. Ja, schließen wir uns da an, was die Geburtstagsgrüße angeht. So, jetzt hier geht es weiter auf Bibershöhen mit erst einmal schön Matthias Fetsch, der den Ball klasse abgelaufen hat und zurückgebracht hat hier auf Okungboba. Und jetzt kann und soll vielleicht die Seite gewechselt werden. Erstmal nach vorne ins Zentrum gespielt. Die Stuttgarter kommen schon wieder zurück ans Leder. Dann geht es vorne rein in den Strafraum. Jetzt zieht er direkt ab. Aber klasse dazwischen geworfen von Jeniljewski. Hat er gut gemacht. Ja, das war aber auch verdammt wichtig. Da wollte Shiplock das Ding Volley nehmen. Und dann wäre er mit ziemlich viel Wucht aufs Tor von Stefan Flauder gekommen. Aus der Distanz weiß ich nicht, ob Flauder dann noch etwas hätte machen können. Dementsprechend ganz wichtige Flugeinlage von Sebastian Jeniljewski. Und so gibt es dann Eckball für Stuttgart. Einmal mehr diese Chance resultierend aus einem Ballverlust beim OFC im Aufbauspiel. Da wollten wir es flach ausspielen, da wollten wir uns nach vorne kombinieren. Da war der Ball ganz schnell weg und dann haben die Stuttgarter umgeschaltet. Das haben wir jetzt schon 2-3 Mal gesehen, das sollte der OFC-Tour nicht abschalten. Jetzt die Flanke in den Strafraum hinein nach der Ecke.
Erstmal rausgeklärt, zweiter Ball ist bei Manuel Polster, der aus der Distanz drauf hängt, bleibt erstmal an Okungbowa hängen. Und jetzt ist es dann abgepfiffen, war wohl eine Abseitssituation eines Stuttgarters. Freischuss OFC, einmal kurz durchboosten. Und vielleicht jetzt mal den Ball etwas zielgerichteter nach vorne bringen. Rechts raus auf Serkan Firat, der lange Schlag jetzt schon ausgeführt. Serkan aber allein auf weiter Flur gegen zwei Mann. Aber das stört den Serkan scheinbar nicht so ganz. Da versucht er sich durchzuwühlen. Schon am Boden, jetzt wieder aufgestanden. Immer noch am Ball, der Serkan gar nicht vom Ball zu trennen. Und ja, dann versucht er den Ball in die Mitte zu bringen. Bleibt da hängen. Ballbesitz Stuttgart, die jetzt wieder nach vorne kombinieren. Da sind sie gerade etwas ballsicherer. Aber jetzt, da ich es sage, strafen sie mich schönerweise Lügen. Der OFC holt den Ball zurück mit Mike Vetter. Sebastian Zielinski in der Innenverteidigung, der jetzt links rüber spielt auf Ronny Marcos. Weiter Crosspass. Und jetzt Ronny Marcos und Rafael Garcia links in der Zusammenarbeit. Aber dann wollte Garcia die Linie entlang Ronny Marcos schicken. Liri hat die Fahne gehoben. Gibt Einwurf für Stuttgart. Die Haupttribüne hier links von uns hat es anders gesehen, aber ganz ehrlich, da würde ich jetzt nicht so großartig protestieren. Aber der UFC holt den Ball schon wieder zurück mit Dejan Bosic und Ronny Marcos. Auch alles links draußen. Bosic versucht dann den Ball hineinzubringen in die Mitte. Ist aber nicht durchgekommen. Trotzdem das Gegenpressing vom UFC weiter und auch weiter erfolgreich. Nächste Flanke von Rafael Garcia in den Strafraum hinein. Matthias Fetsch lässt schön prallen für Dejan Bosic im Strafraum. Flanke jetzt hinein in den Strafraum, aber dann fängt Nicolas Glaus die Flanke ab. Keeper des VfB Stuttgart. Aber immerhin der OFC dann nochmal mit einem sehr, sehr ordentlichen Angriff, den er da hier vorgetragen hat. Das Ganze jetzt in der 9. Minute 0:0 steht für die Radio hören und kein Bild eben zugeschaltet haben. Also ich würde sagen, ja, es geht recht munter hin und her, aber die ganz großen Brecher waren noch nicht dabei. Ja, wobei Stuttgart jetzt schon ein, zwei, dreimal in den Umschaltsituationen durchaus gefährlich vor das OFC-Tor kam. Da dürfen wir sie nicht zu häufig einladen. Irgendwann werden sie das auch mal nutzen, auch wenn das Tore schießen nun zuletzt wahrlich nicht ihre Stärke war. Nur zwei Tore in den letzten fünf Spielen. Trotzdem, da müssen wir sie nicht zu sehr zu auffordern. Jetzt der OFC mit Tuna Dennis zentrale Position, dann erstmal auf Matthias Fetsch gespielt. Der ist immer anspielbar. Ja, beinahe mit dem Ballverlust. Da hat Sven Schiplock quasi abgeschossen, aber der konnte den Ball dann zum Glück nicht kontrollieren. Weiter Ballbesitz für den OFC. OFC, Anfeuerung von der Waldemar-Klein-Tribüne. Die spüren, die Jungs brauchen gerade ein bisschen Bestärkung, vielleicht dann doch ein bisschen verunsichert vom Groß-Asbach-Spiel. Jetzt war der Antritt. Also gemacht von Okungbowa, der ist einfach mal vorbeigelaufen, als ob er da gar nicht gestört werden sollte. Und jetzt der Angriff der Offenbacher. Ja, Fetsch hat vorne reingespielt, erstmal auf die halblinke Bahn. Dann sind die Stuttgarter allerdings zurück am Spielgerät, versuchen es jetzt auf Höhe der Mittellinie. Aber Hussein Basic, der geht da giftig dazwischen, so wie wir ihn kennen. Und ja, der VfB hinten raus spielend. Ja, Hussein Basic, der wird uns in dieser Woche auch nochmal beim Hessischen Rundfunk porträtiert. War mit ihm zusammen im Kickers Fanmuseum, da werden wir ihn auch wieder sehen. Also sozusagen als Vorbericht auch fürs Derby beim FSV dann am kommenden Wochenende. Aber jetzt sind wir natürlich nicht beim Derby, jetzt sind wir hier und bei Kickers Offenbach auf dem Biberer Berg. 10 Minuten jetzt gleich gespielt, 0:0 steht's. Und die Stuttgarter dort vorne am Offenbacher Strafraum, ja, zeigen an, dass sie da richtig Druck drauf machen wollen. Aber jetzt schön geklärt. Jetzt muss Tuna Dennis den Ball wegschlagen. Was? Auf Bosic. Soll Stürmerfoul gewesen sein. Habe ich anders gesehen. Nee, also wenn das Stürmerfoul ist, dann hat der Schiedsrichter hier die falsche Sportart. Wir können nochmal reinschauen. Ich glaube, wir haben die Szene hier. Also das ist ein sehr handelsüblicher Körpereinsatz. Wir sehen es, glaube ich, gleich in der Zeitlupe noch mal etwas weiter früher. Wir können uns die Zeitlupe, glaube ich, noch leisten. Ja, also da kommt er jetzt rein. Ja, also hat er sich einfach den Körper reingestellt. Ja, naja, gut. Wir sind zurück im Live-Bild. Der OFC, jetzt presst er mal selber. Nicolas Glaus wird damit zum langen Schlag gezwungen, der Keeper der Stuttgarter. Und so holt der OFC den Ball dann auch schnell zurück. Matthias Fetsch zeigt an, Jungs, ihr müsst euch anbieten. Ich brauche hier die Stationen. Findet jetzt Tuna Dennis, der ganz links raus auf Ronny Marcos. Der hat da jetzt ein bisschen Platz, könnte da jetzt die Flanke bringen. Bringt er auch in den Strafraum hinein. Aber die ist ihm, die wollte er so leicht über den Spann rutschen lassen. Und ihm ist etwas zu sehr über den Spann gerutscht. Kein Problem für Nicolas Glaus. Ja, 12. Minute, 0:0 steht's. Stuttgart haben ein bisschen mehr vom Spiel, oder? Ja, so ist es. Wobei ich das Gefühl habe, jetzt so langsam hat sich der OFC ein bisschen reingefunden in die Partie, weil im Grunde genommen gegen Steinbach ähnliches Drehbuch.
Da hat der UFC auch ein bisschen zu kämpfen gehabt mit dem Gegner in den Anfangsminuten. Und so war es gerade eben auch. Und jetzt habe ich das Gefühl, dass auch das Aufbauspiel sich gerade so ein bisschen stabilisiert hat. Da sind wir jetzt weniger Ballverluste mit drin, die letzten 5-6 Minuten. Dementsprechend der UFC jetzt besser drin in der Partie. Aber jetzt die Stuttgarter mit der Flanke hinein in den Strafraum. Okumbova köpft da raus. Tunay Dennis, oh, jetzt schön. Links raus, Spieler Rafael Garcia. Kriegt er den noch? Ich glaube, den kriegt er noch. Links draußen, kurz vor der Außenlinie, nimmt er direkt das Tempo mit. Und dann wird er da abgegrätscht von Dominik Notnagel, der Innenverteidiger von Stuttgart. Notnagel zeigt an, ich will einwerfen. Aber wenn er den Ball noch ins Ausschlägt, also ich weiß nicht. Das dürfen nur Kickerspieler auf dem Biberer Berg, den Ball ins Ausschlagen und dann einwerfen. Ronny Marcos mit dem Einwurf, das Ganze auf der Verlängerung der 16er Linie. Da wird er dann gleich in den Strafraum reinkommen. Und da vorne postieren sie sich. Jetzt ist er freigegeben. Dann kommt er hier fast aufs Fünfe-Eck geflogen. Ah ja, Eiser in den Fittichen von Nikolas Roger-Klaus, dem Schlussmann des VfB. Die jetzt ihrerseits aus dem linken Halbfeld herauskommen. Zieliński, der ist schon wieder dazwischen. Ja, und der VfB versucht es aus dem Zentrum heraus. Erst einmal zurückgespielt. Dann geht es langsam Richtung Mittellinie. Und ja, Hosen Basic, so kennen wir ihn. Er beißt ihn und er holt den Ball tatsächlich zurück. Und jetzt hat er gutes Auge bewiesen auf Serkan Firat. Und jetzt muss er es machen in der Drehung vielleicht. Da wurde er attackiert gleich von Zweien. Nee, alle so sauber abgespielt. Und die Stuttgarter haben erst einmal die Situation bereinigt. Aber das war doch ein gut vorgetragener Angriff. Und es war wieder Hosen Basic, der da drauf ging. Ja, ich glaube, das ist halt wirklich ja, dieser unbändige Wille dieses jungen Kerls, der dann einfach einmal mehr wie ein Wahnsinniger auf den Gegenspieler losrennt. Tja, und es ist auch schön, dass er da immer wieder drin bestärkt wird, dass das eben immer wieder Erfolg hat. Immer wieder holt er da eben die Bälle, weil mit so einem ungestümen Sprint rechnen dann eben die meisten nicht. Mike Vetter da jetzt erstmal gegen den Stuttgarter Angriff klären müssen. Ich glaube, es gibt einen Wurf, aber für wen ist noch die Frage? Das ist noch etwas ungeklärt. Ich glaube, für den OFC zumindest Mike Vetter postiert sich da jetzt mit dem Ball dann auch in die Hand. Wird dann einwerfen noch tief in der Offenbacher Hälfte. Auf der Rechtsverteidigerposition wirft er einen auf Tunay Dennis, der da erstmal direkt am ersten Gegenspieler vorbeiläuft. Wird dann gefoult, gibt den Freistoß. Noch ein, zwei Meter in der eigenen Hälfte, ganz rechts draußen, genau vor der Waldemar-Klein-Tribüne, vor dem Offenbach-Schriftzug oder Kickers-Offenbach-Schriftzug, würde dann gleich den Freistoß nach vorne schlagen und wahrscheinlich Bosic suchen, der dann irgendwie vielleicht ablegt. Wobei, nein, kurz ausgeführt auf Serkan Firat, rechts draußen, wollte dann mit der Hacke weiterspielen auf den eingestarteten Mike Vetter. Und dann, ja, gibt es Einwurf für Stuttgart, das sieht die Waldemar-Klein-Tribüne natürlich anders. Ja, 15 Minuten gleich gespielt, nee, 14 Minuten gespielt, das heißt, wir sind jetzt in der 15. Minute, 0:0 steht es noch. Und der VfB lässt sich ein bisschen Zeit, um hier aus der eigenen Hälfte herauszukommen. Auch da nochmal verzögert, nochmal rübergespielt auf die linke Seite. Und jetzt rücken die Offenbacher auf, pressen dort früh drauf. Ja, Garcia, Hussein Basic. Ja, zieht ein bisschen ins Zentrum rein und dann hat er außen Serkan Firat gesehen. Jetzt geht es dann Richtung Mitte und dann ist er ein klein bisschen abgeprallt. Das heißt, die Stuttgarter zurück am Ball und versuchen es übers Zentrum. Ja, ihr hört es, das bargeldlose Zahlen ist wieder möglich. Das hat bestimmt auch mit dem Stromausfall zu tun gehabt. Das war eine Schrecksekunde, 2 Minuten bevor wir die Sendung starten wollten. Aber da hat unser Notstromaggregat sofort umgeschaltet und eingeschaltet. Und es ging ganz sauber los hier. Und auch als kein Internet da war, hat unser Router mit mobilem Internet jetzt übernommen. Vielleicht switchen wir in der Halbzeit oben, schauen wir mal. Aber wenn alles gut sauber läuft, dann werden wir das hier so belassen. Aber gut, dass wir alles doppelt und dreifach absichern. Sonst wären wir jetzt noch nicht auf Sendung. Ja, jetzt schauen wir mal, was Stuttgart da macht. Langer Ball Richtung Manuel Polster, der Wiener. Wurde da gesucht, aber nicht gefunden. Jetzt langer Ball Richtung Serkan Firat. Da im Laufduell mit Maglika. Nee, oh, 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 der Torhüter schießt seinen eigenen Innenverteidiger an. Geht aber leider nicht von da aus ins Tor. Fast ein Günther Albert Arsch-Tor geworden. Aber eben ein Günther Albert Arsch-Eigentor. Ja, aber Stuttgart hat die Situation noch bereinigen können. Schade. Das hätte ich jetzt gern gesehen, dass wir so ins Spiel kommen mit so einem Treffer. Aber gut, war uns jetzt nicht vergönnt. Schrecksekunde für die Stuttgarter Hintermannschaft. Ja, manchmal braucht es so eine Initialzündung, ne? Das wäre sicherlich eine gewesen. Jetzt Maglika in der Innenverteidigungsspielaufbau, der 1,98 Hühne da hinten drin. Da hinten machen sie immer das Spiel mal ein bisschen langsam, ne? Versuchen den OFC ein bisschen zu locken. Und jetzt geht es auch wieder ganz zurück dann. Also
Es scheint taktisch bedingt zu sein. Ja, und jetzt geht Hussein Basic mal drauf, zusammen mit Dejan Bosic. Und dann kommt da jetzt der Ball nach vorne. Oh, da haben sie aber sehr gut im Zwischenraum Richard Weil gefunden. Sehr guter langer Ball auf ihn und der dann auch links rauslegt auf Manuel Polster, erster Übersteiger. Und dann nochmal zurückgespielt ins Zentrum und dann geht es ganz zurück auf die Innenverteidigung. Der OFC ist natürlich ein bisschen tiefer postiert über Pereira da Silva, über rechts draußen und Kudala, die beiden im Zusammenspiel. Und Notnagel umfunktioniert worden zum zentralen Mittelfeldspieler aus der Innenverteidigung. Da haben sie den vom FSV Frankfurt losgeeist, den jungen Mann. Und jetzt der OFC mit Matthias Fetsch, der da rechts rauslegen wollte auf Serkan Firat. Aber der hatte sich kurz angeboten und nicht lang. Aber Serkan läuft da nochmal an, denn, ja, mal gucken, wie ballsicher der Klaus ist, der das Ding dann jetzt weit nach vorne schlägt, Richtung Sven Schiplock, der dann aber den Zweikampf mit Okungbowa verliert und so dann auch den Ball. Sebastian Zeliniecki, Tuna Dennis und Okungbowa können sich dann jetzt zu dritt überlegen, wie sie den Ball wieder produktiv nach vorne bringen. Erstmal rechts raus auf Mike Vetter. Der wird dann angegangen, muss dann erstmal zurückspielen, hat zu Recht aber gerade keine Anspielstation. Und dann geht es jetzt ganz zurück zu Stefan Flauder auf Okungbowa, das muss man sagen. Also das Anlaufverhalten der Stuttgarter, das ist schon wirklich sehr, sehr, sehr gut. Das sieht man selten, dass da so viele unserer Anspielstationen im Spielaufbau zugedeckt sind. Das machen sie wirklich sehr stark. Aber das ist die gute Nachricht, der OFC hat sich da nach anfänglichen Problemen ganz gut eingefunden, ist jetzt in der Lage, sich da fehlerfrei hinten raus zu kombinieren aktuell, auch wenn es dann nicht so einfach geht, wie vielleicht schon ein, zweimal anders in der Saison. Aber jetzt, Sebastian Jelinek, jetzt hat er ein bisschen Platz, kann das Leder jetzt treiben, schlägt den Ball jetzt weit nach vorne Richtung Dejan Bosic. Bisschen zu weit, trotzdem zweiter Ball vielleicht beim OFC, bei Dennis Hussein Basic, der dann links rausspielt auf Rafael Garcia, linker Halbraum, könnte Ronny Marcos mitnehmen. Oh, geiler Pass auf Ronny Marcos, jetzt schon an der Grundlinie und dann die Hereingabe und dann soll es abseits gewesen sein, schade. Aber lass uns nochmal schauen, es war richtig brillant herausgespielt von Garcia. Also, und Ronny Marcos, schauen wir mal, hier kommt die Szene. Ja, da müssen wir gleich nochmal auf die Zeitlupe warten. Die setzt ja immer bekanntlich ein bisschen früher ein. Da, dieser Schnickser durch zwei Mann durch. Da war im Grunde genommen gar kein Korridor, aber Garcia hat ihn gefunden. Und dann soll es wohl leider abseits gewesen sein. Sehe ich persönlich natürlich anders. Ja, ja, aber wirklich klasse gemacht. Ja, 19. Minute, 0:0 steht's, für die, die später eingeschaltet haben. Und der OFC ist mittlerweile richtig gut im Spiel angekommen. Und wir warten auf das 1:0. Ja, ich bin auch bereit, da bis zur 95. Minute zu warten. Wir wissen ja, gegen Stuttgart haben wir auch schon sehr spät teilweise noch getroffen. Ich erinnere da an das Auswärtsspiel letzte Saison. Ich weiß nicht, das war die 96. Minute, aber das geht ja vielleicht heute auch früher mit Rafael Garcia über die linke Außenbahn. Aber dann ist der Ball erstmal weg. Aber schon wieder bei Garcia, der den Ball zurückholt. Und Dennis Hussein Basic geht da durch drei Mann durch. Schade. Und dann ist der vierte wieder einer. Der vierte war einer zu viel. Aber auf den bleibt den Ball besitzen mit Tonai Dennis. Jetzt könnte er vielleicht mal die Seite verlagern. Ja, erstmal Fetsch gesehen im Zentrum. Zeliniecki zurückgespielt. Und dann, ja, versucht das hier auf Serkan Firat und dann kommt er rechts raus, dann ist er ausgelandet. Einwurf OFC, schnell eingeworfen auf Mike Vetter. Ja, ja, wird er zu Fall gebracht und so gibt es Freistoß oder auch nur Einwurf? Ja, ich glaube eher Freistoß. Da hat der Vetter einen gegen Hinterkopf bekommen, glaube ich. Immer unangenehm. Ich glaube, da ist er mit dem Manuel Polster zusammengerasselt, der heute links draußen spielt. Ich hatte ihn eigentlich im Sturm erwartet. Wird sich nochmal Tuna Dennis und Sreto Ristić bequatschen sich da nochmal. Ich glaube, da wird sich nochmal ausgetauscht, wie man das noch geschickter machen kann. Da werden sie wahrscheinlich jetzt noch eine kleine Lösung ausklabüsern. Da seht ihr es. Auseinandersetzung. Wissen wir natürlich nicht, was die jetzt besprechen. Und ganz ehrlich, ich glaube, wir würden es auch gar nicht verstehen. Da haben wir bei weitem nicht genug Ahnung vom Fußball. Aber gut, sind wir mal gespannt, was es jetzt gibt. Einwurf gibt es dann tatsächlich. Mike Vetter, Waldemar Kleintribüne, hätte natürlich gerne einen Freistoß gesehen. Aber der Mike, der kann auch einwerfen, wie andere Freistöße in den Strafraum reinflanken. Ja, Dubravko Kolinger, der wurde ja vorhin begrüßt hier. Der sitzt oben in der Legendenloge. Der konnte werfen, 40 Meter. Wie gesagt, das waren gefährliche Freistöße, die Einwürfe. Aber gut, der Mike, der kann es natürlich auch. Und jetzt die Stuttgarter erstmal zurück am Spielgerät, kommen schnell jetzt. In der Umschalte durchs Mittelfeld, aus dem Zentrum, halb rechts rausgelegt. Und dann kommt er vorne rein, aufpassen! Aber Flauder hat ihn, ganz sicher. Hat er ein bisschen verstolpert hier, der Stuttgarter. Ja, weil unser Spezi Richard Walder den Ball zum Glück nicht richtig getroffen hat. Wenn er den richtig trifft, dann steht es hier 0-1. Das kann ich euch nicht vorenthalten. Umschaltbewegung vom OFC, aber da wird direkt vor Garcia, der in die Tiefe geschickt wurde, von Ronny Marcos geklärt. Ja, das war eine Flanke von Sven Schiplock, habe ich ja gesagt.
Das ist jetzt nicht unbedingt der Knipser vor dem Herrn, aber eben ein ganz starker Stürmer für die Offensivabteilung, der fürs Team sehr viel arbeitet und jetzt gerade die Hereingabe Richtung Richard Weil gegeben hat. Und Weil trifft dann den Ball im 5-Meter-Raum nicht sauber. So, jetzt aber sehr sauberer Ball rechts raus von Tuna Dennis. Auf Serkan Fyret, der nimmt Mike Vetter nochmal mit, der kann die Flanke jetzt hineinbringen in den Strafraum, wird erstmal abgeblockt. Ecke für den OFC von der rechten Seite. Das Ganze präsentiert von Paddy Protect, unserem starken Partner. Und Serkan Fyret, der schickt sich an, genau diesen auszuführen, da wir jetzt 21,5 Minuten gespielt haben. Das heißt, die 22. Minute läuft. Und jetzt soll er scharf reingeschossen kommen. Sind wir denn empfänglich, Kaspar? Ja, ich schon. Ich auch. Würde sagen, dann bestrafen wir die Stuttgarter jetzt mal dafür, dass sie gerade eben den Treffer nicht gemacht haben. Serkan flankt ihn hinein auf den ersten Pfosten. Bosic verlängert. Okungbowa 1-0. So haben wir es gemacht. 1-0. Okungbowa! Da hat er noch, gegen Steinbach hat er noch gesagt, ja, es hat mich geärgert, dass es so lange gebraucht hat mit dem ersten Treffer. Dafür ging es mit dem zweiten jetzt sehr schnell. 1-0 OFC gegen den VfB Stuttgart. Flanke Serkan Fyret, Kopfballverlängerung von Dejan Bosic. Und jetzt, Kaspar, jetzt weißt du auch, warum das so lange gedauert hat mit dem 1-0. Weil vorher haben wir unsere Empfänglichkeit nicht bekundet. Und als wir es gemacht haben, zack, ist das Ding gefallen. Da habe ich gesagt, okay, jetzt kann es gehen. Also Arsch auf unser Haupt, das war mal wieder eindeutig unser Fehler. Aber schöne Flanke hinein von Serkan Fyret. Bosic verlängert mustergültig auf den zweiten Pfosten. Das sah schon wieder fast einstudiert aus. Und Okungbowa am zweiten Pfosten hält da das Füßchen hin. Zweites Saisontor für den Innenverteidiger /Selzer. Osarinrin Okungbowa. Auch das ist ein gebürtiger Wiener. Und der besorgt hier das 1-0 für den OFC. Ist der nächste Assist für Dejan Bosic. Also, was der an Scorerpunkten bis hierhin angesammelt hat, ist schon brutal. Aber auch der Osa ist jetzt, glaube ich, bei seinem vierten Scorerpunkt angekommen. Also, das freut uns auch so richtig. Die Stuttgarter bestraft dafür, dass sie die Chance gerade eben nicht genutzt haben. Den eigenen Aufwärtstrend hier in der Partie mitgenommen und jetzt 1-0 in Führung. Ich denke, ja, mit einer leichten rot-weißen Brille geht die Führung auch in Ordnung. Stuttgart bis hierhin, würde ich sagen, eigentlich ebenbürtig. Aber der OFC eben zuletzt dann doch besser in die Partie reingekommen. Hat sich reingearbeitet, reingespielt in diese Partie. Und ist dann jetzt 1-0 in Führung gegangen. Jetzt schauen wir mal, ob den Stuttgartern da die schnelle Antwort einfällt. Oder ob der OFC da jetzt erstmal dieses Anrennen, das Wütende, was die jungen Wilden da jetzt produzieren, verteidigen kann. Hussein Basic ist da jetzt erstmal dazwischen und wir haben jetzt eine Umschaltsituation. Hussein Basic treibt ja das Leder durchs Mittelfeld, jetzt schon in der Stuttgarter Hälfte rechts raus, auf Serkan Fyret, der verzögert erstmal, dann auf Tuna Dennis gespielt, aber leider nicht ganz präzise. Und dann wird er da gestempelt, glaube ich, von seinem Gegenspieler. Der dürfte es jetzt auch die gelbe Karte geben. Jawohl, das geht absolut in Ordnung. Falko Michel sieht gelb. Und Tuna Dennis. Schauen wir mal, er wird aber gleich weitermachen, bin ich ganz, ganz sicher. Und da steht er wieder auf. Ja, 1-0. Richard Weil hat da vorne das Ding verstolpert und da haben wir gesagt, okay, wenn der das so macht, dann ja, machen wir jetzt auf der anderen Seite einen rein. Ey, wenn die nicht wollen, dann machen wir es halt. Ja, dann förmlich reingebabbelt. Ja, so ist es. So. So im Stile des Steinbach-Spiels natürlich. Wäre es jetzt schön, wenn wir dann auch noch vor der Halbzeit das 2-0 nachlegen. Ja. Schauen wir mal. Aber ich möchte jetzt auch nicht größenwahnsinnig werden. Ich bin auch froh, wenn wir hier mit einer Führung in die Kabine gehen. Egal, wie es ausschaut. Jetzt der Freistoß für den OFC, nachdem Tuna Dennis da umgerissen wurde. Aber noch nicht weit in der Stuttgarter Hälfte. Freistoßflanke auf den zweiten Pfosten in Richtung Dejan Bosic. Kommt aber nicht durch. Hussein Basic wird den Ball dabei erstmal holen. Links draußen. Ja, da geht er einfach an allen vorbei. Richtung Grundlinie der Hussein Basic schon wieder unterwegs. Jetzt an der Grundlinie und dann ans Außennetz leider. Ich glaube, da wollte er selber einen Abschluss tun und hat sich da, glaube ich, wehgetan. Oh, guck mal, was für ein Lauf hier von Hussein Basic, der sich hierbei wehgetan hat. Aber guck mal, jetzt kriegen wir es hier nochmal. Da haben wir es. Da startet er los. Ja, und dann läuft er hier an allen vorbei, an Freund und Feind. Was für eine Ballbehandlung in diesem Tempo. Ja, also wirklich ganz präzise den Ball. Immer so vorgelegt, wie er sich braucht. Und hier dann nochmal durch. Und da hat er, glaube ich, fürchte ich, so ein bisschen im Moment des Abspiels leider verpasst. Ja, aber gar kein Vorwurf, das war ein großartiges Solo. Aber wir gucken natürlich mit sorgenvoller Miene in Richtung Dennis Hussein Basic, der da jetzt schon außerhalb des Spielfeldes links neben dem Stuttgarter Tor liegt. Hat sich da beim Abschluss wehgetan, sah so ein bisschen nach Pressschlag aus, da sind Beine aufeinander geprallt. Und Hussein Basic wird da behandelt. Ja, sind gerade kleine Stoßgebete nach oben, dass das nicht Ernsteres ist. Aber die ersten drei Kickerspieler, Christian Stark, Matteo Andacic und Enes Tengin, machen sich da jetzt warm, werden da zum Aufwärmen geschickt. Aber ja, Hussein Basic steht zumindest wieder. Das Tor an der Anzeigetafel. Aber jetzt kommen die Stuttgarter abseits. Aber ja,
Lars zeigt gerade auf die Anzeigetafel. Das ist neu, dass ihr hier jetzt die Tore anzeigen könnt. Ja, wir werden jetzt immer bei den Heimspielen auch die Tore, die Kickers-Tore, nochmal an der Anzeigetafel zu sehen bekommen. Tolle Sache. Das Replay präsentiert von der Sparkasse Offenbach. Also klasse Service. Und es geht weiter mit Stefan Flauder, dem Capitano. Und erstmal hier großer Applaus. Ja, ihr seht es, Dennis Hussein Bajic, der läuft jetzt zurück aufs Feld. Hat noch das schmerzverzerrte Gesicht. Aber wenn er jetzt schon wieder so in Anführungszeichen rund läuft, dann bin ich optimistisch, dass sich das vielleicht nochmal ein bisschen rausläuft. Aber das wird eine Blessur bleiben nach dem Spiel. Hoffen wir mal, dass sie nicht zu schlimm zu Buche steht. Jetzt geht es erstmal weiter für den jungen Wirbelwind da unten auf dem Feld. Und der UFC auch wieder zurück im Ballbesitz mit Garcia und Ronny Marcos. Schön auf Hussein Basic gespielt. Der ist da jetzt schon wieder unterwegs. Legt jetzt links raus auf Ronny Marcos die Flanke. Ja, jetzt hinein, aber nicht wirklich hinein, sondern eher hinaus aus dem Spielfeld. Über das Tor von Nicolas Glaus. Ich weiß nicht, ob ihr euch noch erinnert, letzte Saison auswärts in Stuttgart, da gab es einen Torhüter, der hat uns absolut zur Weißglut getrieben. Schönerweise, das ist er nicht, das ist der Sebastian Hornung. Der ist leider für ihn, muss man sagen, aktuell verletzt. Und Glaus, der Ersatzmann, ist aber auch nicht so verkehrt. Letztes Spiel gegen Elversberg, wo sie Remis gespielt haben, hat er einen Elfmeter pariert. Ja. Also der kann auch was. Aber heute konnten wir ihn zum Glück schon einmal überwinden. 1:0 führt der UFC, da wir jetzt bald eine halbe Stunde gespielt haben. Nach einer schwierigen Anfangsphase hat sich der UFC immer besser reingefunden. Und jetzt denke ich, geht das soweit in Ordnung. Mit einer leichten rot-weißen Brille kann man das so sagen. Gut gemacht von Ronny Marcos, der den Ball ja, abgelaufen hat, indem er den ganzen Körper davor gestellt hat. Und so gibt es Torabstoß von Stefan Flauder, dem Schlussmann der Offenbacher Kickers. Gleich 28 Minuten gespielt. 1:0 und Okungbowa, der hat getroffen. Ja, also dann schickt er sich jetzt hier an, unser neuer Torjäger zu werden. Und das ganz ohne, dass er bei dir in der Pressekonferenz saß, Lars. Was ist denn da? War doch neulich mal. Er ist ein bisschen spät gekommen. Ja. Also, dann geht's weiter hier mit den Stuttgartern im Rückwärtsgang. Da habe ich Grüße aus Bad Zwesten, also vom Max Beckmann. Er grüßt den Rot-Weiß. Und weiter geht's hier. Die Stuttgarter spielen erstmal hinten rum. Der UFC, der steht jetzt ein bisschen höher. Presst dort drauf mit Garcia, Ronny Marcos. Und ja, Serkan Firat, der kommt dem jetzt hier auch schon entgegen. Bosic, ja, so faxen sollten sie tunlichst unterlassen, die Stuttgarter. Ja. Denn das kann bös bestraft werden, aber das wäre natürlich recht nach unserem Geschmack. Luca Bazzoli hat sich da selber ein bisschen in die Bredouille gebracht, aber hat dann zurückgespielt zu seinem Schlussmann, Nicolas Glaus. Und so konnten sie es dann klären. Und jetzt, Stichwort Schlussmann, ist der Ball bei Stefan Flauder. Der spielt links raus auf Ronny Marcos, der jetzt verlängert auf Rafael Garcia, der ins Zentrum spielen möchte zu Dejan Bosic, wurde da aber bedrängt, konnte mal so nicht kontrolliert zu Bosic springen und ist der Ball erstmal weg. Und dann gibt es auch den Freistoß für Stuttgart, auch wenn Rafael Garcia gerade noch mit dem Zeigefinger gewedelt hat, es nicht wahrhaben wollte. Freistoß Stuttgart, ein paar Meter in der Offenbacher Hälfte aus Stuttgarter Sicht auf deren Rechtsverteidigerposition. Ist jetzt Dominik Notnagel, der aus seinen ehemaligen und aktuellen Mannschaftskameraden Luca Bazzoli spielt. Beide vom SV Frankfurt gekommen zu dieser Saison hin. Und dann, ja, ein Spielaufbauversuch, muss man sagen. Der Stuttgarter landet dann aber bei Stefan Flauder. Also unterm Strich muss man sagen, jetzt glaube ich, knappe halbe Stunde gespielt. Die 1:0-Führung, die geht in Ordnung. Denn wie gesagt, die Stuttgarter haben hier zwar erstmal losgelegt, halbwegs wie die Feuerwehr, aber nichts Zählbares erwirtschaftet. Und so hat der UFC die Gunst der Stunde genutzt. Und nach 15 Minuten war er richtig im Spiel. Und kurz danach hat es dann auch geklingelt. Okungbowa hat getroffen. 1:0. Das geht schon in Ordnung. Die Stuttgarter im Neuaufbau. Aus der zentralen Position heraus, noch in der eigenen Hälfte, ja, wieder quer geschoben und dann ganz zurück zum Torhüter. Das ist Glaus, ja, wird angelaufen von Garcia und dann geht er links raus, hier direkt vor die Waldemar-Kleintribüne. Tonai Dennis mit großem Einsatz, ja, war er dazwischen, oh, bekommt er abgepfiffen. Ja, was denn, jetzt soll er noch Gelb bekommen, jetzt kriegt er Gelb. Pass auf, jetzt wird er hinzitiert. Naja, ich glaube, es gibt noch eine letzte Ermahnung für den Tonai. Jetzt gibt's Gelb. Oder? Jetzt macht er aber auch ein bisschen, ja, so ein klein bisschen Mätzchen macht er jetzt schon auch. Ne? Also, nee, guck, er hat sie nicht gezogen, die Gelbe. Ja, er hat sie nicht gezogen. Also, das war eine sehr energische letzte Ermahnung, würde ich allerletzte, sagen. Allerletzte Ermahnung. Ja. Ja, mein alter Rallye-Lehrer hat auch immer 1000 allerletzte Ermahnungen ausgesprochen. Das wussten wir dann ganz gut für uns zu nutzen damals.
So, Spielaufbau Stuttgart, aber Ball schon wieder beim OFC. Und Okungbo war super, dreht er sich da aus zwei Mann raus, aber da müssten jetzt auch andere zu Hilfe kommen. Ja, Bazzoli hat den Ball leider zurückgeholt für die Stuttgarter, der ins Zentrum reinspielt auf Shiplock. Dann den Ball super prallen lassen, da geht ein Stuttgarter im Strafraum zu Boden. Aber ja, da sagt der Schiedsrichter vollkommen zu Recht. Also das kann ich beim besten Willen nicht als Elfmeter pfeifen. Also... Ballbesitz OFC, Dejan Bosic wollte ablegen auf Dennis Huss in Basis, trifft den Ball leider nicht ganz. Spiel ist jetzt gerade so ein bisschen zerfahren gerade, gibt es direkt das nächste Foul. Matthias Fetsch da gegen Falco Michel. Also ja, es ist wirklich so ein bisschen zerfahren gerade. Oi, und jetzt aber ein absolutes Pfeifkonzert gerade. Waldemar ist stinkesauer. So 100%ig deuten kann ich jetzt gerade nicht, worum es geht. Ich glaube, auf allen Spieler haben sie sich mal wieder eingeschossen. Ja, da hinten da, die, ich muss mal schauen, was ist das, die 24 oder? Ne, haben sie gar nicht. Doch. Falco Michel, ja. Den haben sie auserkoren hier. Also. Jetzt der OFC mit Ozan Basic auf Garcia gespielt. Dann geht es Richtung Zentrum, Tuna Dennis, Garcia noch einmal. Dann kommt er wieder postwendend zurück. Und jetzt kommt der öffnende Pass über 40 Meter rechts rausgespielt auf Serkan Fira. Der muss er mit dem Kopf noch im Feld halten. Hat er gemacht, auf Mike Vetter gespielt. Dann kommt er vorne Richtung Matthias Fetsch. Ja, und die Stuttgarter erst einmal am Ball. Allerdings war das nur von sehr, sehr kurzer Dauer. Der OFC zurück am Spielgerät. Und jetzt vielleicht links. Da wäre alles frei. Erstmal in die Mitte durchgesteckt. Ja, Ronny Markus, der hat angedeutet, hier bin ich ganz, ganz frei. Aber auf der rechten Seite geht es erstmal weiter im Getümmel mit Serkan Firat und Matthias Fetsch. Aber dann die Stuttgarter jetzt erstmal im Vorwärtsgang. Ja, überall links jetzt der weite Schlag. Da wurde versucht, Sven Shiplock zu suchen. Ja, interessante Formulierung wieder meinerseits, aber haben sie nicht geschafft. OFC schon wieder dazwischen. Ronny Markos hat jetzt in der Linksverteidigerposition den Ball, wird da wieder hoch angelaufen und Hussein Basic, ja, wollte da dann direkt den Ball links rausspielen, hat ihn so ein bisschen unsauber getroffen, Ball ist in Seiten ausgegangen, Einwurf Stuttgart schon ausgeführt, Kudala ist mit der Flanke hinein in den Strafraum Richtung Shiplock, der da erstmal das erste Kopfballduell gewinnt, das zweite und das dritte, oder der dritte Ball ist dann beim OFC. Happy End dementsprechend. Und da wird Garcia umgerissen. Und da muss es eigentlich den Freistoß geben. Jetzt kann ich den Frust der Fans hier absolut nachvollziehen. Aber gut, der OFC erlöst es auch ohne den Schiedsrichter. Holt sich den Ball zurück mit Rafael Garcia. Und jetzt Bosic schön links rausgelegt für Garcia. Schade, 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 schade. Bosic beschwert sich ja, dass das Bein von Dominik Notnagel da relativ hoch war. Also, ja, es wächst gerade so ein bisschen der Frust bei den Rot-Weißen da unten über denjenigen, der da hellblau trägt. Und ich kann es ihnen nicht ganz verdenken. Über den Schiedsrichter Nicolas Zemke. 16 Mal Regionalliga bereits gepfiffen. Das ist noch eher einer der Fraktionen, etwas unerfahrener. Einmal den OFC gepfiffen. 0:0 in Koblenz seinerzeit. Es war noch einer der ersten Spiele von Sreto Ristić. Und jetzt also das zweite Spiel, das er für den OFC pfeift. So richtig für den OFC pfeift er bis hierhin noch nicht. Flanke Stuttgart jetzt rein in den Strafraum. Und das war Shiplock, der da hochstieg. Nee, Richard Weil war das. Aber so 6 bis 7 Meter am Tor vorbeiköpft. Und das darf er gerne für den Rest des Spiels so machen. Rot-weiße Liebe, die niemals vergeht, wird gesungen. Und Stefan Flauder legt sich den Ball da jetzt hin und wird abstoßen. 35. Spielminute hat begonnen. 1:0 für den OFC. Okungbo hat getroffen. Und der OFC im Ballbesitz hinten am eigenen Strafraum. Okungboba mit dem weiten Schlag vorne auf Bosic, der mit dem Kopf verlängert. Ah, da wird Hussein Basic geschickt und der presst natürlich wieder früh drauf. Also, jetzt sind sie da hinten reingedrängt. Spiel nochmal zurück zu Klaus, zum Torhüter. Ja, ja, der kommt jetzt hier in die Petrouille. Muss den Ball erstmal ins Ausschlagen und jetzt wird es laut hier auf Bibershöhen. Ja, da wird honoriert, dass da eben jetzt so energisch gepresst wurde. Da hat man sich einen Einwurf erarbeitet, tief in der Stuttgarter Hälfte schon eingeworfen. Bosic schlägt zurück auf Ronny Markos, der jetzt im linken Halbfeld mit Gastier versucht, sich zusammen da durchzukombinieren. Gelingt ihnen leider nicht ganz. Da ist Bazzoli erstmal dazwischen, aber der passt den Ball ganz, ganz sauber ins Seiten aus. Nächster Einwurf OFC im Grunde genommen da, wo Ronny Markos gerade eben schon eingeworfen hat. Er müsste sich jetzt natürlich jemand anbieten. Serkan Firat ist da ganz weit eingerückt. Jetzt links draußen unterwegs. Haben sie die linke Seite mal ein bisschen überladen. Okungbova, schau dir das an, wie er sich da gegen Shiplock durchsetzt. Der Shiplock, der hat gerade eben noch das Füßchen von Okungbova festgehalten. Hat er sich ein bisschen beschwert. Das ist der Shiplock. Ja, jetzt grinst er auch. Das ist ein Stürmer, der ist mit allen Wassern gewaschen. Das ist ein richtiges Schlitzohr. Und da gibt es auch nochmal den Kussmund jetzt an die Haupttribüne, der Sven Shiplock. Ja, ich glaube, der hat so richtig Spaß an einem Spiel auf dem Biberer Berg. Ja. Stefan Flauder am Spielgerät. Zelenjetski. Halb rechter Position, dann kommt der Pass, 35 Meter, vorne Serkan Firat, gesucht und gefunden. Oh, ja, ja, nee, da hinten stehen da noch zwei, aber gut. Also, Entschuldigung.
Also wenn ein Tuna Dennis gerade eben so angeblafft hat, dann darf er jetzt eigentlich auch mal den Stuttgarter so anblaffen, dass er den Serkan Firat da nochmal wegrangelt, dann komplett unnötigerweise. Ja, Serkan kann nicht im Abseits gestanden sein. Der stand nämlich mit dem Rücken zum Gegenspieler. Ja, aber gut, in den Augen des Linienrichters war es wohl Abseits, müssen wir jetzt so mitnehmen. Einwurf aber schon wieder für den OFC. Ronny Marcos auf der Mittellinie quasi direkt vor unserer Nase, vor der Haupttribüne. Wirft er da jetzt ein Richtung Dejan Bosic. Aber da sind sie erstmal dazwischen. Pereira da Silva und jetzt das Umschaltspiel der Stuttgarter mit Manuel Polster, dem jungen, quirligen Mann, den sie da jetzt geholt haben. Der Wiener, der nun auch schon 5 Tore und 2 Assists gemacht hat. Das ist für einen 18-jährigen jungen Mann deiner Regionalliga nicht so schlecht. Falco Michel am Ball, ihr habt es sicherlich gehört. Aber Mike Vetter dazwischen und Serkan Firat grätscht da nochmal rein. Und was gibt es dann? Einwurf für Stuttgart. Ganz links draußen. Vor der Waldemar Kleintribüne. Und da wird er gleich einwerfen. Schon in der Mitte der offenbaren Hälfte. Jetzt die Stuttgarter auf dem Weg Richtung Strafraum. Ja, schon kurz davor. Allerdings der OFC gut dazwischen. Und Garcia immer noch den Ball ganz eng am Fuß geführt. Mike Vetter findet dort Serkan Firat. Und ja, jetzt wird es wieder eng, noch direkt vor der Waldemar. Und dann geht er ins Zentrum rein. Allerdings Hossein Basic. Naja, und Ronny Marcos, die haben das geklärt. Und jetzt geht es über die linke Seite weiter. Also, Hossein Basic mit Ball, schneller als die Stuttgarter. Ja, immer noch Hossein Basic. Jetzt kommt er zu Fall. Und jetzt hat er ihn auch noch ins Gesicht gefasst. Jetzt hat er ihn noch ins Gesicht und der Schiri lässt weiterspielen. Also das ist jetzt sensationell, er lässt weiterspielen. Also was sagt er denn? Vorteil OFT oder was? Ich habe keine Ahnung. Aber also, Basic liegt immer noch benommen dort und auf dem Platz. Und jetzt darf auch mal hier, ja was denn jetzt? Rudelbildung. Donnerschlag, jetzt geht's aber rund. Oh, hey. Aber jetzt geht's bei aller Liebe, das ist zu 100% die Schuld des Schiedsrichters. Wer so etwas nicht pfeift, hat seinen Job verfehlt. Sorry. Ich bin überfordert und ich frage mal die Regie, was kann man denn noch zur Aufklärung beitragen? Haben wir die Szene? Gucken wir mal rein. Also hier kommt jetzt die Szene. Ja, also sorry, bei aller Liebe. Was? Mir fehlen ein bisschen die Worte. So, da wird das Standbein umgetreten, da wird noch oben gehalten. Was muss er denn noch machen, damit es da den Freistoß gibt? Gut, dass Rafael Garcia jetzt gelb sieht, das ist in Ordnung. Das war ein eindeutiges Brustfoul vom Rafael Garcia. Müssen wir nicht drüber diskutieren, gelbe Karte geht da absolut in Ordnung. Das ist nicht Standpunkt der Diskussion. Aber dass gerade eben keinen Freistoß für den OFC gab, da fehlen mir die Worte. Leute, wie eindeutig soll es denn sein? Oh. Also gelb für Garcia und es geht weiter mit dem Freistoß für die VfB-Bubis. Ja. Ah. 39. Minute gleich rum. 1-0 für der OFC. Okungboba, der hat getroffen. Selbstverständlich da auch die Aufregung, nicht nur bei uns und bei den Fans groß, sondern auch an der Trainerbank unten. Da musste der Linienrichter gerade noch mal herkommen und beschwichtigen. Das hat er, glaube ich, ganz gut gemacht. Da unten die OFC-Bank jetzt wieder einigermaßen beruhigt. Aber selbstverständlich herrscht eine gewisse Fassungslosigkeit über das, was da jetzt schon so ein oder andere Mal entschieden wurde bis hierhin unten auf dem Feld. Und das gerade eben hat ihm wirklich die Krone aufgesetzt. Hoffen wir mal, dass das jetzt Schiedsrichterleistungstechnisch der Tiefpunkt war und dass es ab hier von hier an besser wird. Jetzt der OFC mit Serkan Firat in einem etwas wilden Spiel dazwischen. Ah, da wird Garcia gesucht, Ball kommt leider nicht an. Und jetzt Richard Weil für Stuttgart in der Umschaltsituation spielt da Sven Schiplock an. Das ist ein Freistoß! Also die Stuttgarter kommen über die rechte Seite, rechts rausgelegt. Ja, dann geht's dann fast bis zur Grundlinie. Jetzt versucht das hier allerdings Ronny Marcos, der geht beherzt dazwischen. Und dann ist es Garcia in der Rückwärtsbewegung, der den Ball ins Ausspielt. Und hey, da war sogar noch ein Stuttgarter dran. Also es gibt Einwurf für den OFC hier von der linken Seite. Also Leute, ich weiß, wie es ist, wenn man da im Block steht. Da ist im Grunde genommen jede Entscheidung des Schiedsrichters eine falsche. Aber gegen Steinbach, da haben wir zwar 4-0 gewonnen, aber das war schon sehr abenteuerlich, was da gepfiffen wurde. In Groß-Asbach, habe ich mir sagen lassen, war das auch nicht wirklich berühmt. Und heute wird er nahtlos dran angesetzt. Ich witter da auf keinen Fall irgendeine Verschwörung gegen uns. Aber es ist schon verdammt bitter, dass wir jetzt das dritte Spiel in Folge uns so sehr von dem Schiedsrichter frusten lassen müssen. Das tut einfach schon verdammt weh. Aber gut, auch da müssen wir durch. Gegen alle Widrigkeiten, gegen alle Widerstände. Und wenn es dann eben einmal mehr der Schiedsrichter ist, dann müssen wir heute wieder durch. Stuttgarter Spiel erstmal ganz zurück zum Torhüter.
Klaus, der legt das Leder links raus vor die Waldemar-Kleintribüne und schon wieder gut gepresst. Der OFC kommt mit Serkan Firat über die rechte Seite. Jetzt hat er den ersten vor sich. Also, da versucht er hier mit dem Haken und dann kommt die Flanke vorne rein. Allerdings erst einmal in die Reihen der schwarz gekleideten Schwaben. Dennoch der OFC erneut zurück am Ball und Czelenjecki, der hat jetzt eigentlich Platz und Übersicht, kann rüberspielen auf den Torschützen Okung Boba. Ein eiskalter Killer. Ja, so ist es. Eiskalt auch gerade. Wie Hussein Basic sich da aus das Pressing der Stuttgarter befreit hat. Langer Ball jetzt. Gassier kann ablegen auf Bosic. Abseits, ja, das geht leider in Ordnung. Das geht leider in Ordnung tatsächlich. Ja, da will ich aber auch nochmal gucken. Oder hast du die Slow-Mo jetzt, oder? Da wollen wir mal gucken. Ja, zumindest auf den ersten Blick sahst du mich schon eindeutig aus. Ja, ich fürchte, das passt schon halbwegs. Linienrichter hatte da auch eine gute Sicht. Schade eigentlich. Ja, schade. Hätten sie jetzt mal konzessionsentscheidungsmäßig eigentlich mal laufen lassen können. Jeden Fall. Ja. Aber gut, vielleicht pfeift er ja aus schlechtem Gewissen in der zweiten Halbzeit einen Elfmeter für uns. 42. Minute, 1:0 immer noch. Okung Boba hat getroffen und weiter geht's mit dem VfB auf Richard Weil vorne gelegt Richtung Strafraum. Allerdings die Offenbacher erstmal dazwischen. Ja, ja, Tunay Dennis wird hier umgerempelt. Freistoß OFC natürlich aus dem Zentrum heraus. Noch in der Hälfte des OFC. In der Mitte der Offenbacher Hälfte. Oh. Also machen wir noch einen vor der Halbzeit, oder? Ja, wir haben es ja vorhin auch herbeigebabbelt mit unserer Empfänglichkeit. Ja. Wir wären noch für ein zweites empfänglich, oder? Ja, bestrafen wir jetzt halt eben den Schiedsrichter. So, weiter Ball nach vorne Richtung Serkan Firat, der das Kopfballduell zwar gewinnt, aber den dann nicht entscheidend weiterbringen kann. Jetzt Manuel Polster, dann erstmal zurück auf Matej Maglica und dann über die Innenverteidigung Dominik Notnagel. Spielt da jetzt im Spielaufbau. Bazzoli, Falco, Michel, auf den haben sich die Fans so richtig eingeschossen. Kann ich jetzt tatsächlich nicht ganz euch nachreichen, warum eigentlich. Und ja, ja, Hussein Basic einmal mehr wie ein Wilder läuft, hat er den Bazzoli an. Aber ja, dass der Schiedsrichter ihm das jetzt zurückpfeift, das geht tatsächlich in Ordnung. Wollen wir dann jetzt auch mal hervorheben, wenn dann Entscheidungen auch mal richtig sind. Jetzt Spielaufbau wieder Stuttgart. Und immer wenn ich Spielaufbau Stuttgart sage, dann jagen sie den Ball ins Tor oder Seiten aus. Dementsprechend, ja, Einwurf jetzt für den OFC. Ball sollte links rausgehen. Aber da stand eben niemand. Und jetzt steht da nur Mike Vetter mit dem Ball in der Hand. Darf dann einwerfen. Stuttgarter stellen das selbstverständlich hoch zu. Deswegen erstmal zurückgespielt auf Zielinski, der das Ding dann Volley nach vorne haut. Und jetzt Ballbesitz für den VfB, der da ganz in Schwarz spielt. Jetzt vor der Halbzeit versucht nochmal die Antwort zu finden auf diesen Treffer von Ozarenren Okung Boba. Ich glaube aus der 22. oder 23. Minute, nagelt mich dafür jetzt nicht ans Kreuz. Da versuchen sie die Antwort zu finden. Ronny Marcos hat da erstmal geklärt zusammen mit Stefan Flauder. Hussein Basic verlängert erstmal mit dem Kopf. Jetzt könnten wir vielleicht nochmal umschalten. Langer Ball Richtung Dejan Bosic. Oh, Maglica verstolpert da den Ball gegen Bosic. Bosic jetzt alleine Richtung Teute. Auch da setzt er sich durch. Bosic, ah, schade, das muss man sagen. Das war eine Riesengrätsche von Enrique Pereira da Silva. Am Boden liegend, da war Bosic eigentlich schon vorbei. Ärgerlich, ärgerlich, sonst wäre er wirklich ganz allein vom Keeper gewesen. Hast alles richtig gemacht. Am Ende ist es ein klein bisschen schwierig geworden. Und da gucken wir gleich nochmal rein. Jetzt müssen wir erstmal schauen, was der VfB macht. Der kommt nämlich ihrerseits über die rechte Seite. Schon dort vorne reingespielt. Jetzt geht er bis zur Grundlinie. Aber dann ist Hussein Basic dazwischen. Und jetzt können wir mal reingucken in die Szene von eben. Oder? Ja, nehmen wir erst die Ecke mit? Ja, nee, da gucken wir nochmal rein. Also. Ja, und da liegt er eben schon am Boden und dann fährt er nochmal das Bein aus. Das muss man wirklich in aller Sportlichkeit sagen. Bärenstark gemacht da. Ich glaube, nicht mehr viele Verteidiger holen in der Situation noch den Ball zurück. Und damit, ich würde fast sagen, bei einem Stürmer von der Qualität von Dejan Bosic das sichere 2:0 verhindert. Das wir ja schon fast herbeigeredet haben. Und so jetzt nochmal die Chance für die Stuttgarter. Da ist der Mann, der gerade eben die Monster-Kretsche ausgepackt hat, glaube ich. Und bringt da jetzt die Flanke von rechts mit links zum Tor hinein auf den zweiten Pfosten. Erstmal Kuddelmuddel da im Strafraum. Zweiter Ball jetzt aus der Distanz. Manuel Polster haut da drauf im Strafraum. Flauder ist dann aber da. Und vorm Einschuss bereiten Falco Michel. Packt er sich da rein, kriegt da, glaube ich, noch einen Schlag ab und bleibt da erstmal liegen. Vielleicht an die Schulter, so hält er sich zumindest jetzt gerade die Schulter. Muss behandelt werden, jetzt können wir die Szene nochmal sehen in der Verletzungsunterbrechung. Da haben wir es, Flauder, ja, ja, packt er richtig zu. Todesmutig schmeißt er sich da rein und hat er jetzt einen abgekriegt. Also, ja, vielleicht können wir das Tor nochmal schnell einspielen, denn jetzt wird dann ohnehin gleich Halbzeit sein. Und da haben wir es, also. Eine blitzsaubere Eckballvariante. Der Assist geht an Dejan Bosic, aber sicherlich zur Hälfte auch an Serkan Firat.
der dann auf den ersten Pfosten zu Dejan Bosic flankt und der mustergültig verlängert. Und am zweiten Pfosten läuft da perfekt Ozarenrin Okungbowa ein. Und mit dem linken Fuß drückt er den Ball dann flach über die Linie. Keine Chance für Nikolas Gerber. Da, wo ein Stürmer stehen muss. So ist es. Also der kann es auch, ganz klar. Ja, jetzt hoffen wir nur, dass Flaudi gleich wieder besser geht. Und dann wird auch nicht mehr allzu lange hier gespielt. Da haben wir das Tor sozusagen schon ein bisschen vorweggenommen. Das hätten wir euch jetzt ohnehin gleich nochmal gezeigt. Und da steht er wieder, da kriegt er seinen Applaus. Und wir sind jetzt gleich in der zweiten Minute der Nachspielzeit. Und dann wird es wahrscheinlich hier mit dem 1:0 erstmal zum Pausentee gehen. Und jetzt weiß ich nicht, was da genau jetzt noch gibt. Achso, ja, schießt sich der Ball, okay. Und Flauder ist back. Aber er hat es nicht eilig. Warum auch? Ja. Ja. Wenn keiner kommt, dann muss er auch nicht spielen. Jetzt hat er erstmal weit nach vorne geschlagen. Ja, Fetsch auf der rechten Seite. Rausgelegt auf Mike Vetter, da geht er nochmal zurück. Also Zielinski und dann ist Stefan Flauder der Mann, der links rausspielt auf den Torschützen Okungbowa. Ronny Marcos, der Ball war ihm aus. Okay, da gibt es nochmal Einwurf VfB. Also schon in der Nachspielzeit hier, der ersten Halbzeit. Also langsam wird es dünn mit dem 2:0 vor dem Halbzeitpfiff, aber besorgen wir dann halt auch gerne in der zweiten Halbzeit. Also jetzt nochmal die Stuttgarter über rechts. Aber Hussein Basic da erstmal dazwischen. Da behaken sie sich. Wird erst nochmal zurückgespielt auf Maglika. Der hat schon 5 Bundesliga-Minuten tatsächlich gesammelt, der junge Innenverteidiger. Da wird Handspiel gefordert von Manuel Polz. Habe ich jetzt persönlich nicht sehen können. Jetzt über links die Flanke nochmal hinein in den Strafraum. Und da ist tatsächlich, glaube ich, Richard Weil. Der scheint heute richtig heiß auf einen eigenen Treffer zu sein. Aber wenn er bei der Abschlussqualität bleibt, dann wird es schwierig für ihn, hier am Biberer Berg zu treffen. Und darf er erstmal weitermachen. Ja. So, und jetzt. Ja, Verletzung von Richard Weil. Also, okay. Was hat er sich getan? Schauen wir mal. Ist er mit Flauder zusammengerasselt? Ja, vielleicht hat er den Ball auch irgendwie beim Kopfball blöd gegen den Kopf gekommen. Das würde erklären, warum er nicht richtig drücken konnte, den Kopfball. Vielleicht dann gegen die Nase. Aber ja, geht weiter mit dem Ball am Fuß von Stefan Flauder. Und dann glaube ich doch, dass Niklas Zemke diese hitzige erste Halbzeit, in der es viel Aufregung gab und schönerweise einen Treffer, und zwar für den OFC, gleich beenden wird. Jetzt den Ball nochmal in die Hand genommen, jetzt nochmal abgelegt und jetzt nach vorne gehauen. Und dann pfeift der Schiedsrichter ab, es ist Halbzeit. Ich würde sagen, wir schauen doch nochmal, weil es so schön war, den Treffer an, also das Tor des Tages bis hierhin von Okungbowa. Und da kommt er hier wunderbar reingezirbelt von Serkan Firat und der Osa, der netzt eiskalt ein. 1:0 für der OFC. Wir sind gleich wieder für euch da in Halbzeit Nummer 2.
Ihr Lieben, ihr seht's. Die Offenbacher Fans, die stehen auf der Sonnenseite des Lebens. Das heißt, dort hinten auf der Waldemar-Kleintribüne, da scheint die Sonne so richtig schön. Und unsere Jungs, die kommen jetzt dort aus dem dunklen Tunnel heraus. Und dann sind wir zuversichtlich, dass wir da noch einen nachknipsen. Und ich würde sagen, wir schauen uns nochmal das schöne Tor an, was wir erzielt haben. Wenn unsere Jungs jetzt hier zurückkommen und da haben wir es nochmal. Serkan Firat, Bosic verlängert mit dem Kopf. Und Okan Bova, der steht da, wo ein Stürmer stehen muss, so haben wir es eben gesagt. Und der OFC, er ist zurück. Kaspar Lauk noch nicht, der hat hier noch seine Flirtline offen. Hat noch hier mit seinen vielen Freundinnen zu tun. Und dann sind wir bereit. Das kann ich mal aufklären, denn da geht ein ganz, ganz fettes Dankeschön jetzt hier runter nach Offenbach an Jutta Störl. Denn die stellt mir eine 100-Jahr-Chronik zur Verfügung, weil ich leider keine daheim habe, aber mir sage, okay, ich habe das als Kind so geliebt, da drin zu schmökern bei meinem Vater, dass ich da jetzt gerne eine bei mir zu Hause habe, um wieder weiter zu schmökern. Und da bekomme ich heute eine übergeben. Ich bin schon sehr, sehr glücklich, nach dem Spiel dann gleich vorbeizufahren. Da jetzt schon mal vorab ein fettes, fettes Dankeschön. Ja, und da habe ich gerade nochmal geschrieben, wann ich dann hoffentlich nachher vorbeikomme. So, so. Also, jetzt kann es hier endgültig weitergehen. Wir wären soweit. Und der Schiri, der macht noch keine Anstalten. Der überlegt sich jetzt noch, wie er noch vor dem Anstoß unserem Spieler eine gelbe Karte geben kann. Jetzt geht's weiter. Mit dem OFC von links nach rechts, so ich das sehe. Keine Wechsel auf unserer Seite. Warum auch allerhöchstens vielleicht, wenn Sreto Sorge von der gelb-roten Karte hätte. Aber den Garcia, der da ja gelb gesehen hatte beispielsweise, den hat er ja soweit wieder beruhigt bekommen. Der ist also weiter mit von der Partie, ist ja auch ein erfahrener Profi. Der weiß sich da, glaube ich, zu zügeln. Erster Angriff über Richard Weil mit dem Abschluss, aber genau in die Arme von Stefan Flau. Also der Ritchie, der versucht es heute wirklich aus allen Lagen. Er will es wissen. Ja, tatsächlich. Aber mit Stefan Flau, da hat er seinen Meister gefunden. Jetzt erstmal Serkan Firat hier im Zweikampf. Und Vetter bleibt am Ball, oder? Ja, ja, heiser Kampf hier. Ah, klasse. Firat hat ihn dort unterstützt. Den Ball auf Fetsch gespielt und Okan Bova links rausgelegt. Ah, in die Fänge der Stuttgarter, die jetzt schnell über die rechte Seite kommen, schon in den Strafraum reingelegt, ins Zentrum. Oh, und er zieht ab. Ja, da geht er doch 1,50, 2 Meter übers Tor, aber gar nicht so schlecht gespielt. Gute Chance für Falko Michel, seinen dritten Saisontreffer da zu markieren, der Mittelfeldmann. Hat da im Rückraum den Ball mustergültig aufgelegt bekommen. Ich glaube, ja, so ein bisschen im Strafraum schon drin und setzt den Ball dann zum Glück deutlich übers Tor. Aber das war eine richtige Schrecksekunde für den Ort. Gewesen, wenn ausgerechnet der Publikumsliebling der Offenbacher Fans hier das Tor gemacht hätte. Ja, das war jetzt aber mal nicht Richard, weil das war. Wobei, stimmt, Falko Michel, auf den haben sich ja jetzt auch eingeschossen. Den, ja, stimmt, ja, ja. Ich muss noch mal was nachtragen. Ich habe im Vorfeld auf Transfermarkt.de geguckt, der im Stuttgart zuletzt gespielt hat, habe ich gesehen, ja, mit Richard Weil im Sturm. Das habe ich belächelt und abgetan als Quatsch. Aber tatsächlich, Richard Weil spielt beim VfB Stuttgart da im Sturm vorne drin. Da postiert er sich neben Sven Schiplock. Der Routinier, der bei uns auf der 6 und in der Innenverteidigung gespielt hat, bei Stuttgart ist er im Sturm unterwegs. Das erklärt auch, warum er schon so viele Abschlüsse in diesem Spiel hatte. Ja, da spielt er neben Sven Schublock. Also ein ganz, ganz routinierter Sturm, den sie da haben. 33 und 33 Jahre alt. Zusammen 66 Jahre, die beiden, der Doppelsturm, der Stuttgarter. Aber ja, mit Erfahrung kann man ja auch Tore schießen. Das wissen wir ja durch Elia Soriano und Matthias Fetsch. Und es gibt ja bekanntlich keine alten, nur gute und schlechte Spieler. Das alles. Dann haben wir nur gute Spieler, so wie Flauder und hier auch Tunay Dennis, die sich den Ball jetzt hier hin und her spielen. Und dann geht er weit raus, vorne Fetsch, ja, mit dem Kopf verlängert. Serkan Firat, wieder Fetsch, klasse im Zentrum, Ozan Basic gefunden. Der Körpertäuschung erst einmal vorgestellt und Zelenjetski rüber auf Okan Bova. Ronny Marcos direkt vor der Waldemar-Klein-Tribüne, alles auf Höhe der Mittellinie. Ja, vielleicht auch nochmal ganz zurückspielen, sauber neu aufbauen. Ja, genau das passiert jetzt hier auch über Tunay Dennis und Zelenjetski.
Und Mike Vetter, Rechtsverteidigerposition im Zusammenspiel jetzt mit Matthias Fetsch und Tuna Dennis. Der war ein bisschen unaufmerksam im Freilaufen leider. Und so konnten die Stuttgarter jetzt erstmal dazwischen kommen. Aber Hussein Basic hat da geklärt. Der UFC rückt zurück im Ballbesitz. Und Okungbowa kann das leider jetzt ein bisschen treiben. Jetzt der ganz lange Ball auf Serkan Firat. Oh, der kommt an. Nein, schade. Nicht ganz in die Spitze gespielt. Und die Waldemar-Klein-Tribüne. Sie meint da, dass Nikolas Klaus den Ball da außerhalb des 16ers in die Hand genommen hat. Der Linienrichter da hinten, der bleibt ruhig. Leider bleibt er ruhig. Und der Schiedsrichter will es nicht gesehen haben. Dementsprechend geht es da weiter. Die Waldemar-Klein-Tribüne, die ist sich sicher, dass Nikolas Klaus den Ball da außerhalb des eigenen Strafraums in die Hand genommen hat. Und wenn die Waldemar-Klein-Tribüne das sagt, Leute, dann ist es natürlich auch so gewesen. Das ist ja ganz klar. Die haben ja auch beste Sicht da gehabt. Eben. Also, Grüße kommen aus Cape Coral, Florida, vom Dieter. Es heißt wie Frittenfett und schaut natürlich Kickers TV, was denn sonst. Und der VfB, der bewegt sich jetzt Richtung Mittellinie. Aber gut dazwischen, Serkan Firat, presst da drauf. Ja, ist erstmal hängen geblieben. Aber guter Einsatz und die Stuttgarter kommen ihrerseits über links. Ja, jetzt kommt die Flanke vorne rein auf den Elfmeterpunkt fast. Oh, Vetter voll durchgezogen, erstmal weggekloppt. Die Hulla auf die linke Seite. Da sind die Stuttgarter am Spielgerät. Und versuchen erstmal ein bisschen Struktur reinzubringen. Denn die ist noch nicht so richtig zu sehen in der zweiten Halbzeit. Ja, Licht und Schatten im Spiel bis hierhin. So auch auf der Waldemar-Kleintribüne. Da jetzt die oberen Ränge werden beschienen von der schönen Sonne. Die werden da gewärmt. Der Rest da unten steht dann im Schatten. Da ist dann etwas kühler. Jetzt kommt der OFC wieder mit etwas mehr Licht. Mit Dennis Hussein Basic, der das Leder treibt. Und dann mit Schatten. Und zwar mit dem verpassten Abspiel in die Tiefe. Da war der Jan Busic eingelaufen. Jetzt war ganz stark mit zurückarbeitet. Das ist auch nötig, denn die Stuttgarter, sie kommen jetzt überfallartig. Okungbowa da zum Ersten dazwischen. Aber zweiter Ball ist nach wie vor bei den Stuttgartern. Bei Julian Kudala rechts außen. Ball in die Mitte reingespielt auf Richard Weil an der Grundlinie. Die Hereingabe 1-1. Sven Schiplock ist es. Vorlage Richard Weil in den Rückraum gespielt und Sven Schiplock, ja, also der Schiplock, der grüßt da jetzt die Waldemar-Klein-Tribüne. Dass das, sagen wir mal, ein ganz spezieller Sportskamerad ist, das war in der ersten Halbzeit schon so zu erahnen. Und ja, das kann er sich eigentlich wirklich sparen. Also der Schiplock, sorry, bei aller Liebe. Das soll ja so der Erwachsene sein bei den ganzen jungen Wilden, aber er ist das größte Kind hier auf dem Platz. Und jawohl, Sven Schiplock sieht gelb, das freut mich. Aber ja, das hat er sich verdient. Ja, und das kann er gern nochmal machen, weil dann fliegt er vom Platz. Aber ja, die Waldemar, die ist jetzt natürlich auf 180. Kann uns natürlich aber auch nicht ganz über den Schmerz hinwegtäuschen, dass Stuttgart hier 51. Minute den Ausgleich markieren konnte. Sven Schiplock, da grinst er noch einmal in die Kamera rein. 1-1. Da haben sie sich über rechts durchgesetzt. An der Grundlinie waren sie dann. Richard Weil spielt dann in den Rückraum. Da findet er seinen erfahrenen Sturmkameraden Sven Schiplock. Und der netzt ein, ich glaube, erst sein zweites Saisontor, tatsächlich nach der Verletzungspause. Und jetzt der UFC wieder gefordert, denn mit einem Punkt wären die Jungs da unten in Rot-Weiß sicherlich nicht zufrieden. Der UFC kommt über halb rechts, Serkan Firat. Jetzt ganz, ganz links raus, schön links raus auf Ronny Marcos, der da jetzt ein bisschen Platz, geht da jetzt ins Eigens gegen eins, kann die Flanke hineinbringen in die Mitte auf den zweiten Pfosten, da ist Matthias Fetsch im Gewühl, was gibt es da, da gibt es nichts. Auch keinen Eckball, da hat Nikolas Klaus aufgepasst, den Ball noch vorher abgefangen. Aber trotzdem gut, dass da jetzt erstmal ein gefährlicherer Angriff kam. Und ja, Sven Schiplock, der grinst jetzt, denn er wird von der Waldemar-Klein-Tribüne besungen. Und da könnt ihr euch denken, welche Tonalität da angeschlagen wird vom Block 2. Weiter geht's. Stuttgarter erstmal im Rückwärtsgang. Und dann bauen sie gemächlich auf. Im Zentrum abgelegt, auf Höhe der Mittellinie. Dann, naja, das wird doch nie im Leben was. Nie im Leben, der geht ins Tor aus. Also planlos ins Ausgeschlagen, die Stuttgarter. So wird es Abstoß geben vom Capitano der Offenbacher Kicker, Stefan Flauder. Auf Ozarenren Okungbowa. Erstmal weiter Schlag nach vorne auf Hussein Basic, der jetzt versucht auf Bojic zu verlängern, gelingt ihm auch. Und jetzt aber wieder bei Hussein Basic, der jetzt das Tempo aufnimmt. Immer wieder läuft er da den Bazzoli davon. Jetzt rechts draußen bei Serkan Firat der Ball. Mit rechts jetzt die Flanke, eine schöne Flanke von Serkan Firat auf Rafael Garcia. 1-2-1 OFC, geiles Ding vom OFC, geile Flanke mit rechts von Serkan Firat. Mustergültig auf Rafael Garcia. Und das gönne ich den Herren Weil und Schiplock von ganzem Herzen, dass ihr schöner Treffer gar nichts wert ist. Denn der OFC, er liegt wieder 2-1 in Führung.
geiler Spielzug vom OFC. Rafael Garcia macht das 2:1. Der OFC wieder vorne. So soll es sein. Donnerschlag. Und was für ein geiler Treffer. Schau doch mal hier. Zack macht's da. Und da gab's nix, aber auch gar nichts zu halten. Sag mal, ist der Serkan Linksfuß oder was ist da los? Eigentlich ist er ja, ja, ist das ja sein schwacher Fuß. Ja, wie kann man mit einem schwachen Fuß so eine Flanke schlagen, frage ich mich. Die war ja Perfektion. Und als hätte die Flanke nicht besser schlagen können. Ja, und dann aber auch wieder Rafael Garcia in aller Sinne. Der lässt den Ball nur abtropfen. Der lässt den abtropfen ins Tor. Aus 7, 8, 9 Metern, glaube ich. Perfekte Aktion. Ja. Also, klasse Geschichte. Damas Garcia macht den Treffer. Der OFC wieder in Front. Das Ganze in der 54. Minute auf Bibershöhen. Und dann werden wir mal gucken, denn jetzt wird das gleich an der Anzeigetafel auch bestimmt nochmal eingespielt. Und nimm an. Also, jetzt sind die Stuttgarter wieder gefordert, aber ich wünsche mir jetzt einfach, dass der OFC da jetzt den Fuß auf dem Gaspedal lässt. Und da wird wieder Shiplock gesucht, aber nicht gefunden. Der Ball landet bei Stefan Flauder und der macht jetzt, er wartet noch mal ganz kurz, nimmt noch vielleicht noch ein bisschen das Tempo aus dem Spiel kurz raus. Spielt dann auf Tunay Dennis, der jetzt zurück auf. Und ja, also, ihr könnt euch denken, was die Waldemar da jetzt alles gerade skandiert. Dass die, oi, Richard Weil, so darfst du nicht in einen Zweikampf gehen. Herr Schiedsrichter, ist schon dunkelgelb eigentlich. Also, Richard Weil, keine Chance, da an den Ball zu kommen. Und dann tritt er da seinem alten Mannschaftskollegen Mike Vetter aber sowas von das Standbein weg. Sorry, so geht man nicht in den Zweikampf. Das hatte nichts mit dem Ball zu tun. Also, einfach nur in die Haxen getreten. Herr Weil, das kann man auch anders machen, wirklich bei aller Liebe. Naja, schön, dass der Richard Weil da noch grinsen kann. Gut. Und Freistoß OFC. Es soll unser Schaden nicht gewesen sein, wenn die sich hier jetzt alle nacheinander die gelbe Karte abholen, der Doppelsturm. Er hat jetzt gelb gesehen, Weil und Shiplock. Hochverdient, möchte ich sagen. Die beiden jetzt mit dem gelben Karton bedacht. Und vielleicht arbeiten sie ja noch an einer weiteren gelben Karte. Jetzt kommt aber der OFC. Der arbeitet hier am 3:1. Er kann Vierrad mit dem rechten Fuß. Der hat jetzt für sich entdeckt. Wollte da hineinflanken. Wird aber erstmal abgeblockt. Und so gibt es Eckball oder Einwurf. Das kann ich jetzt auf die Distanz noch nicht genau sagen. Und auch der Linienrichter ist da mit seiner Fahnenhaltung in Unein. Deutlich, um es mal vorsichtig auszudrücken. Also, ja, wird wohl den Einwurf geben. 1, 2, 3 Meter von der Eckfahne entfernt. Auf Serkan Firat geworfen von Mike Vetter. Jetzt dabei zurück bei Mike Vetter. Zusammenspiel mit Serkan. Der jetzt schaut, kann er hinspielen. Auch schön mit der Hacke nochmal abgelegt für Vetter. Der jetzt Platz zum Flanken. Flanke ganz, ganz weit auf den zweiten Pfosten. Wieder wird der Rafael Garcia gesucht. Und zum Teil auch gefunden. Ronny Marcos mit dem Abschluss. Knapp drüber. Geiles Ding von Ronny Marcos. What a shot! Ja, mit vollstem Risiko nimmt da unser Linksverteidiger den Ball. So muss man das dann auch machen und jagt das Ding dann 2 Meter vielleicht übers Tor, aber trotzdem eine gute, eine mutige Aktion, ein strammer Abschluss. Das Stadion ist natürlich voll da, die wissen jetzt auch. Den VfB Stuttgart, den müssen wir alle gemeinsam niederringen. Der Schiedsrichter wird uns nicht helfen, das müssen wir alle gemeinsam, die da unten auf dem Platz und wir auf den Rängen lösen. Und die Stuttgarter jetzt vielleicht ein bisschen rausbringen aus dem Spiel. Richard Weil da jetzt schon mal mit einem Fehlpass. Einwurf jetzt für den OFC. Mike Vetter aus der Rechtsverteidigerposition heraus, der Blondschopf. An dieser Stelle mal herzliches Dankeschön an André Sedelmeier, der unten an der Grasnarbe sozusagen heute agiert, mit der Kamera da eben groß. Da haben wir ihn mit Mike Vetter im Bilde, genau. Und das Ganze wird über die Bildregie koordiniert. Tim Bossert ist da heute unser Mann. Und der OFC, der kommt schon wieder über die rechte Seite. Ah, vorne reingespielt auf Tunay Dennis. Der aus der Drehung heraus. Und dann ist er erst einmal da. Klasse abgefangen. Und die Stuttgarter langsam im Neuaufbau unter dem Pfeifkonzert hier der geschätzten 4.500 bis 5.000 auf Bibershöhen. Wie gesagt, der Sonntag, das ist nicht der klassische Liebling der Kickers-Fans. Aber wenn die Kickers ruft, dann muss man eben auf Bibershöhen. Und so geht es jetzt weiter. Aber dann Okungboba, der Torschütze zum 1:0. Erst einmal geklärt. Ja. Ah, Bosic schickt dort vorne Garcia auf der linken Seite.
Ja, bin ich gespannt. Kommt er da noch ran? Nee, erst einmal rausgeschlagen, aber aufgerückt. Ronny Marcos, der macht jetzt Druck hier über die linke Seite. Geht vorbei am ersten, am zweiten. Geht bis zur Grundlinie. Ronny Marcos jetzt mit der Flanke vorne rein. Oh, die Stuttgart in höchster Not. In höchster Not geklärt. Ecke wird es geben für den OFC von der linken Seite. Präsentiert von Paddy Protect. Und da ist richtig Stimmung jetzt drin. Und OFC, oh, da gibt es eine Verletzungsunterbrechung. Wen hat es denn da erwischt? Rafael Garcia, der wurde da voll umgehauen vom Stuttgarter Außenverteidiger. Ja, ich hoffe, der Schiedsrichter hat ja dem Stuttgarter auch nochmal gesagt, dass man auch so nicht zwangsläufig den Zweikampf führen muss. Ja, war schon ein bisschen rustikal das Einsteigen, aber gut, er hat den Vorteil laufen lassen, das war vollkommen richtig. Ronny Marcos war in der Grundlinie und jetzt gibt es den Eckball. Serkan Firat, jetzt wieder mit dem präferierten Fuß, also auch mit links kann er sicherlich die guten Flanken schlagen, kommt jetzt rein vom Tor weg auf den zweiten Forsten Thunert. Dennis mit dem Kopfball, Dauer, Glanztat von Nicolas Klaus, ein wahnsinnig präziser Kopfball, da ganz links hinten rein, aber da macht er sich ganz lang, der Nicolas Klaus. Trotzdem zweite Welle, schon wieder der OFC, Rafael Garcia links raus auf Dejan Bosic jetzt. Da heben sie zwar die Hand, wollen da abseits gesehen haben, aber der Linienrichter lässt die Fahne unten, schön in den Rückraum gespielt auf Tunay Dennis, jetzt auf Serkan Firat. Serkan Firat mit vollstem Risiko nimmt er das Ding da direkt. Matthias Fetsch hätte da in der Mitte gestanden. Trotzdem richtig. Der spielt jetzt hier richtig klasse für die Galerie. Das sieht richtig toll aus, was die Buben hier aufs Parkett bringen. Und sie sind natürlich dem 3-1 deutlich näher als die Stuttgarter den Ausgleich. Und da haben wir es nochmal. Schöne Geschichte. Ja, ich habe vorhin schon ein bisschen erzählt, wer uns heute alles unterstützt. Da will ich auch die Laura Schäfer nennen. Sie bedient hier die Replays und ist hier am Stream tätig. Dann haben wir ganz, ganz oben am Kamerastand und am Dach. Ja, mal gucken jetzt erstmal die Stuttgarter. Ja, Vorsicht da am Strafraum der Offenbacher. Aber Kongoba, der läuft ihn ab. Ganz klasse gemacht. Auf Mike Vetter gespielt. Ja, und jetzt ist es Fetchinho, der erste Mal hier. Ja, ein bisschen Ruhe reinbringt, verzögert. Ja, da kann ich es noch fertig machen. Robert Becker heute oben an der Führungskamera. Und dann hier auf der Mitteletage ist es Wolfgang Salfer, der euch hier zum Beispiel dieses Bild jetzt hier gerade einfängt. Also, ja, was gibt's denn? Okungboba muss behandelt werden. Breitenbach wird rangerufen. Da scheint es einen Wechsel geben zu müssen. Okungboba. Ja, ich weiß nicht, da ist irgendwas am Knie oder Oberschenkel. Ja, wird da jetzt gedehnt. Vielleicht ist es, im Optimalfall ist es ein Krampf. Ansonsten ist es irgendwas Ekligeres. Aber dass da jetzt Breitenbach sofort herangerufen wurde, heißt, dass der OFC dann darauf reagieren wird. Er schließt sich mir noch nicht 100%, wie wir das dann machen wollen. Also Breitenbach, ob Breitenbach dann in die Innenverteidigung wechselt, ja, der Schiedsrichter zeigt auch an, da wird ein Wechsel notwendig sein. Boah, ist das bitter. Ja, das wäre ganz, ganz blöd. Also das können wir ja gar nicht gebrauchen. Wieder ist es die Innenverteidigung, also es ist wirklich unglaublich. Eieiei. Na gut, dann machen wir das noch schnell hier. Hallo Jenny, liebe Grüße aus dem Block 2 nach Wiesbaden. Schade, dass du heute nicht dabei bist. Nur der OFC von Heiko, Martin und Laura hiermit ausgerichtet. Und jetzt gibt es Applaus hier für Okongboba, der das Tor vorhin auch gemacht hat. Den Auftakt. Hoffentlich hat er nichts Schlimmes. Eieieiei. Das können wir nicht gebrauchen. Breitenbach. Also, Sreto, der macht jetzt hier den Anpeitscher, hast du das gesehen? Ja. Hat den Capo gespielt, er soll jetzt nochmal richtig hier angefeuert werden. Gerade auch Breitenbach, der jetzt hier neu ins Spiel kommt. Ja, rückt da in die Innenverteidigung. Ja, das ist nicht leicht, wenn du ja jetzt als eigentlicher Außenverteidiger jetzt in die Innenverteidigung rücken musst. Aber was bleibt uns anderes übrig? Der OFC, er hat wirklich die Pest, was die Innenverteidiger angeht. Es ist so wahnsinnig bitter, dass hier immer auf der Innenverteidigung immer jemand verletzt. Erst war es Karpstein, dann rückt Mudicane in die Bresche, macht sensationell. Dann kommt Okungboba rein, macht sensationell. Ja, jetzt muss Breitenbach reinrücken und wir wünschen ihm von Herzen, dass auch er es sensationell machen wird. Ja, auch das hast du ja gesehen, jetzt auch gerade in Groß-Asbach. Da hat er ja gleich zwei Assists im Grunde beigetragen. Und jetzt gibt es erstmal, geht es weiter mit Stefan Flauder. Und das Ganze in der jetzt dann 63. Spielminute beim Stande von 2:1 für den OFC. Ja, Mittelfeld, Kopfballduelle jetzt aus dem Zentrum, die Stuttgarter, Breitenbach. Ja. Erstmal eingeführt mit dem Foul, aber war gut, dass er ihn da über die Klinge springen lässt, sonst ist er dann nämlich vorbei. Lieber so, als dass er da ganz einfach vorbeigeht. Ist auch ohne gelbe Karte davongekommen. Auch das ist gut. Richard Weil ist übrigens rausgegangen. Reckt alles rein und da haben sie noch einen Wechsel.
gebracht, kann ich jetzt gerade nicht nachtragen. Da haben wir jetzt verständlicherweise erstmal auf unsere Jungs geguckt und erstmal drauf geachtet, wie es mit Okungbowa eben weitergeht. Ging nicht weiter für ihn jetzt Jason Breitenbach drin, da wir jetzt noch eine halbe Stunde zu gehen haben mit Jason Breitenbach jetzt in der Innenverteidigung. Wir sind optimistisch, der Junge, der wird das da hinten jetzt regeln zusammen mit Seba Zielinski. Jetzt Freistoßflanke von Stuttgart, erstmal rein, Matthias Fetsch köpft da erstmal raus. Hussein Basic versucht den Ball abzufangen, gelingt ihm nicht ganz, zweite Welle Stuttgart, da sind sie jetzt mit der Flanke hinein. Ronny Marcos köpft da erstmal zum Eckball raus und... So wie ich das sehe, versuchen natürlich auch direkt diese halbrechte Position bei uns oder die halblinke Position bei uns in der Innenverteidigung zu bespielen. Da wissen sie, da ist jetzt ein frischer Mann drin, der ist jetzt noch nicht ganz auf 100%, der ist vielleicht noch ein bisschen kalt. Da wollen wir jetzt natürlich alle unsere Bälle draufschlagen. Die ersten drei Bälle sind genau Richtung Breitenbach gegangen. Der wird da direkt jetzt warm geschossen. Jetzt die nächste Ecke, kommt jetzt reingezogen zum Tor hin, auf die Mitte, Kopfball. Aber nicht ganz gedrückt bekommen, so sehr kann Vierer da jetzt erstmal dazwischen. Mike Vetter, der haut das Ding jetzt weit nach vorne, ist aber glaube ich im Seitenaus, jawohl. Einige Meter. Und so gibt es Einwurf für den OFC. Quatsch, für Stuttgart. Selbstverständlich für den VfB. Direkt vor der Trainerbank von Sreto Ristić. Und dann wird zurückgeworfen auf Matej Maglica. Der Hühne da hinten drin. 1,98 groß. Ein richtiger Schrank in der Innenverteidigung. Und da kommen die Stuttgarter, aber da sind wir erstmal dazwischen. Otunay Dennis vielleicht mit ein bisschen Risikobatz und fast springt da rechts hinten Mike Vetter so ein bisschen in die Bredouille. Der muss den Ball da jetzt erstmal rausklären. Serkan hält den Ball im Spiel, hat er gut gemacht. Und dann Matthias Fetsch, sehr clever, holt er da den Einwurf raus. Ja, es ist klar, der OFC muss das jetzt erstmal verdauen, dass Okungbowa da jetzt rausfällt. Das ist ganz, ganz verständlich, das ist nur menschlich, dass der OFC jetzt damit erstmal umgehen muss. Ganz bitter, denn der OFC ja gerade eben so bärenstark im Spiel gewesen. Jetzt ist das natürlich erstmal ein bisschen gebrochen. Aber unsere Jungs haben da jetzt schon so oft großartigen Charakter bewiesen. Sie werden sich auch da rausarbeiten, sie werden sich auch da jetzt zurückfinden ins Spiel. Und da laufen sie erstmal einen Torhüter an, Klaus. Der den Ball dann weit nach vorne schlägt, ein bisschen jetzt Gerangel im Mittelfeld und dann ist der Ball bei wem eigentlich? Bei Stuttgart, weil es wieder eine hanebüchene Freistoßentscheidung pro Stuttgart war. Sehe ich ehrlich gesagt nicht, wo das jetzt ein Foul war, aber gut, wird es wohl so sein. Was ist mit Tunay Dennis? Ich glaube und ich hoffe, der bindet sich einfach nur die Schuhe. Frank Fahrenhorst gibt nochmal ein paar Anweisungen, gibt dem Rektal noch ein paar Anweisungen, wo der hinlaufen soll. Bazzoli jetzt im Spielaufbau und wenn ich Spielaufbau sage, ist der Ball bei Stuttgart weg. Das ist die Gesetzmäßigkeit heute. Einwurf jetzt für den OFC. An der Mittellinie Mike Vetter möchte da ganz schnell einwerfen. Hatte da gesehen, dass Serkan Firat da im Rücken von Cissé sich so ein bisschen davon gestohlen hatte. Aber Cissé hat da noch einen Kopf dazwischen bekommen. Einwurf für den OFC hätte es geben müssen. Gibt es jetzt aber wieder für Stuttgart. Cissé, neuer Mann. Ich glaube, wobei ich kann es gar nicht sagen, ich glaube, er ist für Erkin Celebi rausgegangen. Kann mich da jetzt aber nicht für verbürgen. Und jetzt kommen die Stuttgarter, haben da jetzt schon die erste Pressinglinie des OFCs überspielt und kommen damit ein bisschen Tempo jetzt über die rechte Außenbahn. Flanke hinein in den Strafraum. Da hat Chiplock ein bisschen viel Platz. Zielinski da jetzt aber im zweiten Versuch ist er da dazwischen. Köpft den Ball dann auch erstmal raus aus der Gefahrenzone. Zweite Welle VfB Stuttgart, wenn sie es denn nicht vertändeln. Ja, jetzt spielen sie erstmal wieder hinten rum. 66 Minuten ist rum. Und der OFC führt 2:1. Die Stuttgarter kommen aus dem rechten Halbfeld. Dann nicht so richtig voran. Im Gegenteil, wird hintenrum gespielt. Und jetzt stehen sie auf, weil sie Kickers sind. Also die Stimmung auf Bibershöhen, die passt. Und ja, die Herbstsonne bestrahlt so ein bisschen den Fanblock, die Waldemar Kleintribüne. Aber die Stuttgarter. Ah, die versuchen es jetzt mit dem Crosspass rüber auf die linke Seite. Der geht ins Seitenaus. Naja, da ist nichts zu machen. Serkan Firat wäre ohnehin da gewesen. Und jetzt das OFC-Echo, der Wechselgesang. Hört ihr es? Also. Mike Vetter beim Einwurf. Der wird dann jetzt zu Tunay Dennis, noch tief in der offenbaren Hälfte. Deswegen jetzt der Versuch eines Befreiungsschlags von Mike Vetter mit dem schwächeren Linken, aber nicht sauber getroffen, nur hoch und nicht weit zum Kopf von Fetsch. Und dann ist Stuttgart jetzt erstmal dazwischen mit Bazzoli. Der dann jetzt erstmal geblockt wird von Zielinski. Der ist da jetzt natürlich in der Verpflichtung und dann liegt da jetzt Zielinski am Boden, hat da was abbekommen. So, also wenn Zielinski sich jetzt noch wehtut, dann falle ich vom Glauben ab, Leute. Aber ich glaube, der steht schon wieder auf. Polnischer Abwehrschrank. Sehr hart im Nehmen. Mann mit der Nummer 5 steht da jetzt wieder.
Tuna Dennis wird den Freistoß ausführen zwischen den beiden Innenverteidigern. Sebastian Jelinecki, der jetzt nun schon seinen ersten, zweiten, dritten, vierten Partner begrüßt in der Innenverteidigung diese Saison. Das ist wild. Ja, aber hoffen wir und wünschen wir uns, dass das jetzt gut geht. Und dass bei Okungbowa es nichts Ernsteres ist, vielleicht einfach nur eine leichte Zerrung oder sowas und er einfach dann fürs nächste Spiel schon wieder zur Verfügung steht. Es wäre so verdammt wichtig für den OFC. Jo. VfB tief in der eigenen Hälfte. Und Fetsch, der ist der Erste, der dort stört. Ja, ja, da hat er den Ball auch zurückerobert. Richtung Bosic gespielt. Serkan Firat, nochmal abgelegt. Tuna Dennis, ja. Bosic, schön reingeköpft, nochmal vorne. Ja, da war Firat nämlich unterwegs. So, und jetzt wird Jelinecki erneut niedergeknüppelt, meine Herren. Das muss doch nicht sein. Also im Lauf, glaube ich, hat er ihn erwischt. Wir gucken nochmal rein. Da müssten wir die Szene eingespielt bekommen. Und er war doch gerade eben erst behandelt worden. Und damals, ah ja, da geht er voll rein. Meine Herren, also wirklich, bis wir irgendwann überhaupt keine Innenverteidiger mehr haben. Ja, bis wir mal keine Spieler mehr haben. Das gibt's nicht. Das kann doch nicht wahr sein. Das kann einfach nicht wahr sein. Wirklich. Ja, der wird jetzt weiter aufstehen. Warum sollte Shiplock dafür auch gelb sehen lassen? Warum auch? Warum? Nee. Nee. Also, den Bundesliga-Pro-Bonus. Ja, nee, der hat den Bonus, dass er gegen den OFC spielt. Gegen den OFC ist alles erlaubt scheinbar. Da ist einfach alles erlaubt. Ei, ei. Okay, aber... Okay, ja, das Reto ist auf 180 und ich kann ihn 100%ig verstehen. Er schimpft auch wie ein Rohrspatz. Oh ja, aber es sieht so aus. Jelinecki steht wieder... Er muss jetzt erstmal raus, klar. Leute. Jetzt lass doch den Jelinecki wieder rein, Mensch! Nein, er schüttelt den Kopf und sagt, nein, der bleibt draußen. Ja, sag mal, was ist denn das? Und jetzt der OFC dort vorne. Meine Herren, und jetzt darf er rein, jetzt darf er rein. Da muss ich auch einfach sagen, da wünsche ich halt auch von Herzen, dass da ein paar Schiedsrichterbeobachter heute mal auf der Tribüne sitzen. Ja, wünsche ich das heute Ding nicht im Griff. Ja, nee, einfach nee, tatsächlich nicht. Ist ein junger Schiedsrichter, muss noch viel lernen. Macht er jetzt wahrscheinlich auch nicht aus bösen Willen. Aber Junge, haben wir heute wenig Spaß mit dem Herrn. Der OFC im Strafraum, Bosic. Zu Fetsch, dann wieder raus aus dem Strafraum. Und dann ist Stuttgart erstmal dazwischen, schlägt den Ball raus auf Jelinecki. Der... Danke, lieber Gott, widersteht. Ganz, ganz wichtig. Unser letzter nomineller Innenverteidiger, der noch auf zwei Beinen stehen kann. Da ist er am Ball. Und was für ein Innenverteidiger. Überhaupt muss man ja sagen, sind ja alle richtig stark. Deswegen haben wir ja die stärkste Abwehr in der Liga. Und da ist er. Jelinecki mit dem öffnenden Pass. Hat vorne rein in die Spitze. Ja, Garcia, der hat das geahnt. Hast du das gesehen? Der hat das antizipiert. Ja, aber er hat nicht antizipiert, dass der Rasen etwas seifig ist. Ist da weggerutscht, leider. Schade. Aber Matthias Fetsch hat den Ball zurückgeholt. Für den OFC wird er umgehauen. Da gibt es den Freistoß. Na klar. Direkt vor Sreto Ristić. Und da gibt es auch nochmal die Bekräftigung von Sreto Ristić. Ah. Ja. Grinst hier. Aber Herr Shiplock, ich grinse, wenn Sie mit 0 Punkten nach Hause fahren. Und ich grinse auch, wenn Sie bei jedem weiteren Spiel 0 Punkte holen. Ah ne, Shiplock bleibt noch drauf. Ah ne, muss noch die Binde abgeben. Ja. Also Herr Shiplock, ich hoffe, Sie hatten Spaß. Also wenn Sie so viel Freude daran haben, dass die Mannschaft... Ist der hier, die OFC-Fans, guck an. Jetzt sagt er, ich gebe euch auch mein Trikot. Also so ein... Aber da muss dem die eigene Mannschaft wirklich sehr wichtig sein, wenn der so gute Laune hat, wenn man 2-1 hinten liegt. Also gerade von einem Profi sollte man doch der Meinung sein, ne? Oh, jetzt hat er noch die Flasche auf Frank Fahrenhorst geschmissen. Auf seinen eigenen Trainer. Da siehst du, so ganz rund läuft es bei ihm nicht. Chapeau, Herr Shiplock, Sie sind ein ganz großartiger Mensch. Jetzt der OFC Matthias Fetsch mit dem Abzug aus dem Rückraum. Abschluss aus dem Rückraum. Aber, ja. Also, ich weiß nicht, was mit dem Burschen ist so. Irgendwie, naja. Er scheint nicht die allerhellste Kerze auf der Torte zu sein. Naja, ich weiß nicht. Es ist ja immer ein Unterschied, wie man auf dem Platz und neben dem Platz ist. Auf dem Platz hat er jetzt nicht sich mit großer Sympathie hier gezeigt. Naja gut, muss jeder für sich selber wissen, wie er in der Öffentlichkeit wirken will.
der Mann, und das ist kein Junge, das ist ein erwachsener Mann, das muss man vielleicht hier nochmal so betonen, weil es nicht ganz deutlich wurde anhand seines Verhaltens, der hat eben diesen Weg gewählt. Und jetzt der UFC, schönes Kopfballduell, das Breitenbach da gewonnen hat und so der UFC jetzt über rechts, aber da kommt Serkan Firat, glaube ich, nicht dran. Einwurf für Stuttgart für den neuen Mann Cissé, dann erstmal zurückspielt auf Matej Maglica. Und Stuttgart, ich sag's jetzt, Spielaufbau im Spielaufbau. Und dann dürft ihr den Ball jetzt auch sinnlos wegprotzen, bitte, Herr Notnagel. Jawohl, Lars, es ist wirklich, es ist erstaunlich. Jedes Mal, wenn ich Spielaufbau sage von Stuttgart, ist der Ball weg. Ja, das machen wir jetzt immer so, das ist unsere Geheimwaffe. Das darf ich jetzt nicht überreizen, aber jedes Mal, wenn ich den Ball für uns holen will, dann sag ich das. Es hat bis hierhin beängstigend gut funktioniert. Und wir könnten auch mal wieder unsere Empfänglichkeit bekunden, denn das hat ja auch schon funktioniert heute. Haben die Jungs das schon vergessen, dass wir empfänglich sind? Dann sagen wir es halt nochmal. Also, 74. Minute, 2-1 für der UFC. Gleich wird die Schlussviertelstunde eingeläutet. Und da, ja, hat es Fett schon versucht mit dem Einläuten der Schlussviertelstunde. Und guck an, Bosic. Ja, der lauert schon vorne drauf. Dann erstmal quer gespielt. Die Stuttgarter traben hinten raus. Und im Mittelfeld sind sie unterwegs über links. Jetzt kommt die Flanke oder nicht? Nee, Haken geschlagen. Jetzt am Strafraum, die Stuttgarter. Dann muss er noch mal eine Runde drehen, denn Tunay Dennis, der hat ihn dort eng verfolgt. Dann geht es links raus, die Stuttgarter. Aber direkt in die Fänge von Fetsch und Tunay Dennis. Serkan Firat. Naja, irgendwie muss er weg. Jetzt schön die Lücke gesehen. Da ist Platz auf der linken Bahn. Ronny Marcos, der kann jetzt gehen. 5 Meter, 10 Meter, 15 Meter. Immer noch Ronny Marcos, 20, 25 Meter. Jetzt hat er abgespielt. Also dort vorne auf die linke Seite. Ja, und da kommt er nicht mehr richtig dran. Schade, schade. Aber nicht schlecht gemacht. 2-1 zur UFC immer noch vorne. 75. Minute. Es ist ein Spiel, das macht Puls, würde ich sagen. So, wir haben heute Zuschauerzahl. Lars, einmal mehr gut geschätzt, 4.700,5 habe ich gesehen. Ja. 4 glatt, sagte ich, 4,5 sagte Lars, 4,751 sind es dann geworden. Freut uns für jeden, der den Weg hier auf dem Biberer Berg gefunden hat. Und für jeden. Sonntag ist immer sehr sperrig, da spielen die kleinen Vereine auch Fußball und dann ist Familientag und so weiter. Aber gut, es ist, wie es ist. Das ist immer noch Liga-Bestwert. Und es soll auch Leute geben inzwischen, die sich aufgrund der steigenden Fallzahlen hat auch ab und zu wieder dann Sorgen machen vielleicht. Auch das können wir natürlich gut verstehen. Jetzt, da ist die Glocke ist zurück. Sehr schön, da wird die Schlussviertelstunde eingeläutet. Und der UFC mit unserer Empfänglichkeit im Rücken und der Glocke kommt jetzt über die rechte Außenbahn mit Serkan Firat, der sich den Ball dann erstmal auf den linken legt. Und jetzt bringt er die Flanke hinein auf den zweiten Pfosten. Rafael Garcia dreht sich da jetzt erstmal rein. Ball rutscht durch zu, ja, nicht zu Ronny Marcos, da ist vorher noch ein Stuttgarter dazwischen. Jason Breitenbach geht da jetzt erstmal dazwischen. Oh, Handspiel. Herr Schiri steht so gut. Er steht so gut, sieht das doch, Mensch. Also jeder im Stadion sieht's und er steht dabei. Eieieiei. Meine Herren. Also langsam wird es spektakulär. Ja. Er hat es gesehen. Ja. Er hat es gesehen. Es war früher auch ein gern genommener Song. Er hat es gesehen. Ja, also es ist. Na gut, schön, dass er es jetzt gesehen hat. Im zweiten Versuch dann. Jetzt der Freistoß vom UFC schon aufgeführt. Schon da, schöner Crosspass links raus auf Ronny Marcos. Der ist ja schon fast an der Grundlinie. Hat immer noch einen Gegenspieler, bringt den Ball flach hinein. Sucht der Dejan Bosic, der kommt da nicht ran. Hussein Basic holt den Ball dann für den UFC nicht ganz zurück. Aber im Verbund mit Rafael Garcia gibt es einen Einwurf für Stuttgart. Da haben sie zumindest den Konter unterbinden können. Jo, Einwurf Stuttgart. Viertelstunde noch zu gehen. Es wird ein ganz, ganz, ganz heißer Tanz für den OFC in dieser Schlussphase. Die Stuttgarter, sie sind brandgefährlich. Sie sind, ja, mit allen Wassern gewaschen. Wobei, die zwei härtesten Gewitterhunde, die sind jetzt inzwischen nicht mehr auf dem Feld. Also die beiden, die uns am meisten den Puls eingetrieben haben. Dementsprechend ist das Spiel jetzt vielleicht ein bisschen befriedet. Und der OFC kommt. Links auf die linke Seite. Ja, Hussein Basic und Garcia dann auf den anderen Schlappen gelegt. Bosic mit dem Kopfball. Naja, geht er hinterm Tor nieder. Aber Kickers spielen weiterhin forsch nach vorne. 78. Minute beim Stande von 2-1. Okongboba hat getroffen und? 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 Sag es. Es war Rafael Garcia natürlich. Nach Flanke von Serkan Firat. Sorry, da habe ich ganz kurz einen Aussetzer im Kopf gehabt.
Habe ich mich gerade gefühlt wie im Matheunterricht. Und, Herr Lauck, was macht denn die Quadratwurzel aus Pi hoch 2 oder so? Ja, was macht sie denn? Ja, und? Also, jetzt die Stuttgarter, da muss man aufpassen. Da kommen sie jetzt mit dem Crosspass rüber auf die linke Seite. Serkan Firat erstmal dazwischen. Und Mike Vetter, ja, der hat ihn erstmal abgelaufen, nach vorne geschlagen. Jetzt gibt's Gelb. Und Vetter kriegt auch Gelb, oder was? Oder wie? Oder was? Pass auf jetzt. Nee, er macht nur den Ort für den Freistoß fest jetzt. Also, Ekin Celebi war das. Aber es ist halt doch nicht ausgewechselt worden. Habe ich mich vertan. Ja, hat jetzt den gelben Karton gesehen. Aber an dieser Stelle jetzt erstmal ganz, ganz herzliche Genesungswünsche an René Tuchscherer. Das ist hier der gute Geist am Biberer Berg, Hausmeister. Und ja, ist viel zu wenig gesagt. Der macht alles, alles, alles ganz. Ja, und manchmal auch ein bisschen was kaputt. Nee, also das ist ein toller Typ. Und den hat es böse erwischt in dieser Woche, liegt im Krankenhaus. Und wir fiebern mit dir. Und ich hoffe, du fieberst auch mit unseren Kickers. Und komm ganz bald wieder zurück. Du wirst gebraucht. Also Es tut mir auch ganz doll leid, dass ich in diese Genesungswünsche hier jetzt mich rein echauffieren muss. Es tut mir ganz doll leid, das war jetzt nicht richtig. Es war nur wieder der Schiedsrichter, der mich da aus der Fassung gebracht hat. Das ist doch nichts Neues, Kaspar. Das ist doch nichts Neues. Das ist doch der Standard, oder? Ja, aber ich kann mich nicht dran gewöhnen. Ja, führ's gerne noch zu Ende. Jo, also jetzt Ballbesitz Stuttgart. Stuttgart jetzt im Aufbauspiel und der Ball ist weg, meine sehr verehrten Damen und Herren. Nein, nicht ganz. Diesmal haben sie ihn behaupten können mit Ach und Krach. Geht's zurück wieder in die Innenverteidigung. Über Maglica und dann links raus auf Cissé, der jetzt erstmal an Serkan Firat vorbeigeht. Ganz agiler Mann, wird es verfolgt von Matthias Fetscher. Letzt links raus auf Celebi. Flanke hinein, blockt Mike Vetter ab zum Eckball. Wird es von links draußen geben und ich glaube Celebi, der feuert den Eckball gleich selbst hinein in den Strafraum. Mit seinem stärkeren linken Fuß vom Tor weg. Ist vom FC Nitra gekommen, vom slowakischen Chaos-Club. Gab es deutsche Investoren, die da eingestiegen sind. Und dann war nach einem halben Jahr das Geld alle. Jetzt Flanke hinein, aber nur kurz und halb hoch. Lars, deine Lieblingsecken. Ja. Und Mike Vetter klärt sie raus. Kahn lässt grüßen. Auf den warte ich auch noch in der Legendenloge an dieser Stelle. Hussein Basic wieder unterwegs. Ah. Aber Hussein Basic, genau wie gegen Ahlen war das, glaube ich, wo er nach vorne gestürmt war bei einem eigenen Eckball dann. Und jetzt der UFC, geiler Crosspass von Rafael Garcia, rechts raus auf Serkan Firat, der kann es ja jetzt auch mit rechts, haben wir heute gelernt. Und macht wieder mit rechts, wieder mit der Flanke hinein und er wäre Bosic gewesen, aber Maglica köpft da erstmal raus, die Kugel aber wieder bei Serkan Firat, der jetzt zurückspielt auf Mike Vetter, jetzt vielleicht die Flanke direkt hinein, nein, jetzt spielen sie es nochmal aus zusammen, schön der Mikey, jetzt geht er wahrscheinlich gegen Cissé, an Cissé vorbei, jawohl, an Cissé vorbei an der Grundlinie, Ball hinein in den Strafraum, aber da ist er direkt am ersten Stuttgarter leider hängen geblieben, war eine flache Gewaltflanke. Und, aber da vertribbeln sie sich, jawohl. Schade, da hätten wir fast den Ball geholt. Also, 10 Minuten offiziell noch zu gehen, 9,5 genauer gesagt. Und dann Stockfehler auf Stuttgarter Seite. Ja, ja, Garcia, der sagt jetzt, kommt Jungs, machen noch mal ein bisschen richtig Stimmung. Und dann drücken wir noch ein Ding rein und dann wäre das natürlich die Entscheidung. Das wird sich der UFC dann nicht mehr nehmen lassen. Jetzt gibt es erstmal einen Doppelwechsel auf Stuttgarter Seite. Ja, der Mann mit der Nummer 19, Alexander Kopf, kommt. Und der Mann mit der Nummer 37, Mattis Hoppe. Kann ich jetzt euch nicht ganz nachreichen, wer das ist, wo die spielen und so weiter. Bei den Ersatzspielern, da geht mir immer so ein bisschen die Luft aus, was das Recherchieren von irgendwelchen etwaigen Funfacts angeht. Und dann gibt es jetzt Einwurf für den OFC. Ronny Marcos vor der Waldemar-Kleintribüne, schon in der Stuttgarter Hälfte, einige Meter. Und da schaut er jetzt, wo kann er hinwerfen. Hussein Basic bietet sich an. Ja, kann er sich da rausdrehen. Tatsächlich geht er einfach leicht am ersten und am zweiten vorbei. Am dritten bleibt er dann leider hängen. Stuttgart erstmal dazwischen. Breitenbach hat aber sehr aufmerksam seinen Gegenspieler weggedrängt. Das muss man sagen, das freut mich ganz, ganz toll für Jason Breitenbach, wie der sich hier einfügt. Ganz, ganz toll. Hatte jetzt schon zwei, drei gute Abwehraktionen gehabt und geiler Pass von Tuna Dennis in die Tiefe auf Serkan Firat, der ist ja ganz alleine auf der Flur, jetzt schon an der Grundlinie im Strafraum drin, legt ihn sich auf den linken Flanke auf den zweiten Pfosten, da ist Rafael Garcia, hat jetzt im Strafraum viel Platz, dreht da jetzt erstmal auf, dann der Abschluss abgefälscht und dann hat Rusin Basic Linie, fast auf der Linie geklärt, in höchster Not für Stuttgart, aber der UFC noch könnte er zurückkommen, nee, die Stuttgarter erste Mal
Jetzt mit dem Einwurf auf der rechten Seite. Und wieder war es Breitenbach, der den Konter gut unterbunden hat und das lange Bein dazwischen bekommt. Wieder eine starke Aktion vom eigentlich gelernten Linksverteidiger, der ja aus Saarbrücken gekommen ist zu Beginn dieser Saison. Und jetzt in der Innenverteidigung aushelfen muss, weil wir in der Innenverteidigung die absolute Pest haben, was die Verletzung angeht. Heute Okungbo war verletzt ausgewechselt worden. Für ihn Breitenbach jetzt drin. Und da kommen sie jetzt, die Stuttgarter zentrale Position. Falko Michel dreht da auf. Jetzt der Chipball in den Strafraum rein. Ronny Markus mit dem nicht ganz optimalen Kopfball raus. Und Tuna Dennis ganz stark mit dem Kopfball. Zurück auf Flaude, nimmt den Ball sogar mit dem Fuß an. Nimmt da noch ein bisschen Zeit von der Uhr, damit die Jungs da nochmal durchpusten können ein bisschen. Und jetzt schaut er, wo spielt er hin. Der weite Abwurf, wunderbar, findet er da Matthias Fetsch. Da ist die Lücke und er kann gehen, das macht er auch jetzt. Und dann hat er abgelegt auf Serkan Fierat, ganz auf der rechten Bahn. Der erstmal mit dem Haken am ersten vorbei, dann nochmal zurückgespielt, Mike Vetter. Ja, im Zentrum Tuna Dennis gefunden. Geht zurück über Zelenetski und dann auf Flauder. In der 84. Minute beim Stande von 2:1 für unsere Offenbacher Kickers. Stefan Flauder. Ja, mit dem langen Ball jetzt Richtung Fetsch. Wenn er den verlängern kann auf Serkan Fierat, dann wird es gefährlich. Kann ihn zwar verlängern, aber eben nicht weit genug rechts raus aus Serkan Fierat. Und so landet der Ball dann letzten Endes bei Schlussmann der Stuttgarter, bei Nikolas Gelaus, der schon einen richtigen Glanz hat hingelegt hat. Da ein Kopfball von Tuna Dennis aus dem Eck gekratzt hat. Ansonsten bei beiden Gegentoren absolut machtlos gewesen. Und ja, jetzt die Stuttgarter, Achtung, im Spielaufbau, lieber Lars. Und dann wird der Rechtsverteidiger jetzt wahrscheinlich Unfug machen. Und so ist es. Langer Ball ins Nichts. Und Flauder, der schlägt den erstmal nach vorne. Garcia bekommt den noch tatsächlich vor der Außenlinie. Und jetzt ist er aus. Jetzt wollen sie auf beiden Seiten natürlich den Einwurf. Es gibt aber für den OFC. Da hat sich der Linienrichter ganz lange überlegt, in welche Richtung er jetzt die Fahne hält. Hat er einmal in seinen Rücken geguckt und dann hat er gesagt, okay gut, ich zeig mal doch besser Richtung Stuttgarter Tor jetzt. Ja. Hat ja auch viel Unterstützung mit den vielen Linienrichtern, die ihm dort direkt zur Seite stehen, im wahrsten Sinne des Wortes. Ja, die stehen ihm da ganz eng zur Seite. Oh, jetzt geile Spielverlagerung von Bosic, aber Cissé hat leider aufgepasst, sonst wäre er dabei Serkan Fierat gelandet. Cissé hat aber erstmal nur ins Seitenhaus klären können, Einwurf Mike Vetter. Da haben unsere Jungs natürlich jetzt auch ein bisschen Zeit. Ich glaube, es ist niemandem da unten zu verdenken, dass jetzt das erste Ziel ist, diese Führung irgendwie über die Zeit zu bringen. Wir haben heute mit solchen Widrigkeiten zu kämpfen gehabt. Also wirklich mit, ich muss es leider so sagen, kreuzunsympathischen Stuttgarter, mit einem Schiedsrichter, der uns phasenweise fassungslos gemacht hat und mit einem Verletzungspech, das wirklich ja, nicht mehr in Worte zu fassen ist. Trotzdem führen unsere Jungs hier 5 Minuten vor Schluss mit 2:1. Es steht spitz auf Knopf gegen den VfB Stuttgart. Es geht in Ordnung, dass wir führen, aber es ist eben nur ein Tor. Das müssen wir irgendwie über die Zeit bringen. Ja, 4,5 Minuten offiziell noch zu gehen. Und dann gibt es natürlich noch einiges oben drauf. Und jetzt kommen die Stuttgarter. Mike Vetter, der sichert erstmal hinten ab. Als letzter Mann sozusagen. Tuna Dennis schlägt die Holler ganz weit nach vorne. Da wäre eigentlich nur Bosic. Aber was sage ich? Nur Bosic? Das ist ja an sich schon ein Fehler, wenn man sagt nur Bosic. Da steht Bosic. Und da fällt Fetsch. Ja. Und er fällt nicht einfach so. Er fällt, weil er da getackelt wurde. So gibt es Freistoß für die Kickers. Ja. Foul von Manuel Polster. Aber der Freistoß, ja, der war ein bisschen schlampert ausgeführt. Und so bringen wir Stuttgart schnell zurück in Ballbesitz und die schalten jetzt um. Über eben jenen Manuel Polster, der jetzt über links draußen kommt. Übersteiger 1, Übersteiger 2 geht er da vorbei an Mike Vetter. Flanke, aber Mike Vetter kretscht da rein, verhindert noch irgendwie die Flanke auf Kosten eines Eckballs. Nächste Ecke für den VfB. Schauen wir mal, die wievielte es ist. Nach dem Werbespot der Blutungsvermögensverwaltung. Die 5. für den VfB, 2 hat der OFC gehabt. Klar, die Stuttgarter, sie drücken und drängen, jetzt versuchen, irgendwie noch den Ausgleich zu machen. Jetzt mit links, der Ball vom Tor weg hineingetreten. Fett steigt da hoch, wird da auch umgerannt. Aber Schiedsrichter lässt laufen, denn er wittert da die Vorteilschance für den OFC. Serkan Fierat, jawohl, geht da ein Polster vorbei, hat er gut gemacht. Aber auch eine starke Grätsche, das muss man sagen, von Manuel Polster. Das hat er richtig sauber gelöst. Ist eigentlich ein Offensivgeist, hat er aber auch hier im Defensiv-Zweikampf sehr, sehr gut gemacht. Also, Einwurf wird es geben, Mike Vetter. In der 88. Minute, beim Stande von 2:1 für den OFC, Serkan Fierat auf der rechten Seite unterwegs. Schön dort vorne reingechippt auf Bosic, der Ball im Seitenhaus.
10 Yards Raum gewinnen, OFC. Einwurf wird es geben. Vetter trabt dorthin. Ist auch schon schneller gelaufen. Muss ja. auch nicht jetzt. Muss er nicht. Also er muss jetzt auch nicht. Hat er vollkommen recht. Könnte auch noch langsamer laufen. Nee, aber wie wäre es, wenn wir jetzt einfach das 3-1 machen? Dann ist der Käse gegessen, die Messe gelesen, der Drops gelutscht und. Schauen wir mal, wo Mike jetzt hin wird. Wahrscheinlich auf Serkan, der da jetzt sich anbietet. Oder wird es dann doch die weite Variante geben? Ja, so richtig findet er noch keinen Anspielpartner. Jetzt vielleicht Dennis Hussein Basic, der jetzt einläuft. Matthias Fetsch. Ja, schöne Co-Produktion von den beiden. Da geht er jetzt in den Strafraum rein. Aber dann kann er sich ja nicht ganz durchsetzen. Breitenbach jetzt im Zweikampf. Und ja, jetzt muss man aufpassen. Ronny Marcos mit dem Kopfball zurück. Oh. Da hat Ronny Marcos ihn ein bisschen gezogen. Aber das war zum Glück bei weitem nicht genug für einen Foul. Sonst wäre es eine Notbremse gewesen. Derweil kann ich jetzt noch vermelden. Der UFC, er wird nochmal wechseln. Wenn es eine gewesen wäre, hätte er auch gepfiffen. Da kannst du sicher sein. Ja. Nee, also er hätte auch gepfiffen, wenn es keine gewesen wäre. Aber es war zu deutlich. Lukas Hermes wird nochmal kommen. Also der Flügelflitzer. Und das Ganze anderthalb Minuten vor der offiziellen Spielzeitende, vom offiziellen Spielzeitende. Und Bosic geht. Ja. Ganz, ganz starkes Spiel von Dejan Bosic. Hat das 1:0 vorbereitet mit seiner mustergültigen Kopfballverlängerung. Einmal mehr wirklich ein richtiger Aktivposten nach vorne drin gewesen. Was haben wir für ein Glück, dass wir so einen geilen Kader haben und eben auch so einen geilen Stürmer. Und für ihn kommt jetzt wirklich eine absolute Waffe im Konterspiel. Lukas Hermes mit seinem ungeheuren Tempo. Und ich denke, da wird jetzt gleich der Ball langgeschlagen. Dann geht Hermes alleine los, allein auf den Keeper zu. Und diesmal wird er dann die Entscheidung machen. Da lege ich mich jetzt fest, der nächste lange Ball, der gehört Hermes. Und dann steht es 3-1. Da wir jetzt exakt in der letzten Spielminute sind, zumindest was die offizielle Spielzeit angeht. Und die Stuttgarter, sie kommen nochmal hier vor den Strafraum der Offenbacher. Da will er abziehen, ab nochmal abgespielt. Jetzt zieht er ab ins Gebälk. Erstmal Nachschuss, die Stuttgarter immer noch vom Offenbacher Strafraum. Jetzt müssen sie klären und haben sie auch geklärt. Aber die Stuttgarter, die kommen noch einmal dort vorne an die Strafraumgrenze. Jetzt nur aufpassen. Im Zentrum, weghauen die Kugel und das macht Mike Vetter brachial erst einmal. Und da die Stuttgarter, die haben es natürlich jetzt eilig, ganz klar. Über rechts, oh gut, aufgepasst, jetzt der Konter vielleicht. Über das Zentrum muss ein Basic auf Serkan Firat rauslegen. Rechte Seite, Haken geschlagen. Ja, dann klasse, wie er den zurückgeholt hat. Wo sind Basic? Ja, der geht jetzt erstmal bis zur Ecke. Der geht erstmal ganz bis zur Ecke. Tanzt jetzt mit dem Ball ein bisschen. Ah, will da wertvolle Zeit rausholen. Und wir sind ja schon in der Nachspielzeit. Und ja, die Stuttgarter. Ja, der OFCR schmeißt sich mit allem, was er hat dazwischen. Aber jetzt kommen die Stuttgarter und machen Garcia jetzt mal eine Rückwärtsbewegung. Ganz, ganz stark mit einem Riesensprint, wie Garcia sich da den Ball zurückholt. Riesenszene vom Flügelflitzer da. Wird er jetzt gefoult. Chapeau, Rafael Garcia. Und da freut er sich. Da ballt er die Faust, weil er in einem Riesensprint den Ball zurückholt. In der Umschaltsituation von Stuttgart. Und dann den Freistoß rausholt. Und das wird hier gefeiert, vollkommen zurecht. Drei Minuten will er nachspielen lassen. Anderthalb sind rum. Also 90 Sekunden noch, dann ist hier Schicht im Schacht. Und bliebe es dabei, wäre der OFC ein Dreier reicher. Und das ist die Möglichkeit jetzt wieder für Hussein Basic. Der geht schon auf die Grundlinie. Ja, Hermes, jetzt kommt die Flanke in die Mitte rein. Ecke. Noch einmal für den OFC von rechts. Also, die wollen noch einen draufsatteln. Und den würden wir schon noch gerne mitnehmen. Oder, Kaspar? Ja, und was wäre das für ein Sieg hier, wenn wir gegen diese Widrigkeiten alle bestehen? Was soll die Jungs denn dann noch umhauen? Das ist wirklich brachial. Das ist wirklich... Klar, es ist jetzt nicht das deutlichste Ergebnis der Saison, es ist nicht der stärkste Gegner der Saison. Aber gegen diese Widrigkeiten zu bestehen, das schaffen ganz wenige Mannschaften in der Liga. Hey, jetzt wird Don Garcia umgeworfen. Direkt vorm Linienrichter, also sowas. Ja, ja, und die Stuttgarter kommen jetzt mit ihrer letzten Möglichkeit vielleicht noch einmal. Und Czerniecki wirft sich erstmal dazwischen, auch Vetter mitten rein ins Getümmel. Die Stuttgarter immer noch gefährlich jetzt vorm Strafraum. Und dann zieht er ab, Flaude. Heldin hat ihn! Und jawohl, leg dich auf den Ball! Und was zeigt er an? Ja, wahrscheinlich lässt er jetzt 12 Minuten nachspielen oder so. Muss er auch, mindestens. Wäre konsequent bei seiner bisherigen Linie. Ja, nochmal Behandlungen. Also,
Tuna Dennis, glaube ich. Nee, Hussein Basic. Hussein Basic. Basic. Da hoffen wir jetzt natürlich, dass das so die Behandlung ist, um noch mal ein bisschen Zeit vor der Uhr zu nehmen und nicht die Behandlung, weil er sich wirklich wehgetan hat. Liegt da am Boden, ja. Was hat er sich? Ja, ich glaube, das ist jetzt eher so, um noch mal ein bisschen Zeit vor der Uhr zu nehmen. Und das wäre mir sehr recht. Normalerweise sage ich, ich mag solche Aktionen nicht. Aber gegen das heute ist das sowas von angebracht. Ja, der hat sich schon was getan. Mhm. Er wird weitermachen. Und wir werden das Ding nach Hause schaukeln. Und das wäre schon eine tolle Sache. Denn wie gesagt, da gab es sehr, sehr viele Widrigkeiten hier heute zu bewältigen. Und wieder wirft der Schiedsrichter Flauder den Ball zu. Das haben wir heute schon ein paar Mal gesehen. Ja, was sollte der Schiedsrichter Ball geben? Ja, macht er doch auch, oder? Ja. Aber Ramay kommt nochmal. Guck mal, Ramay kommt. Ja, für Matthias Fetsch. Wieder mal Chapeau, Matthias Fetsch. Ich habe heute schon häufiger Chapeau gesagt, aber wirklich saugeil. Nee, es ist Rafael Garcia, oder? Ja doch, Garcia geht raus. Wir haben ihn gerade eben gefeiert für diese Riesenaktion. Wir feiern ihn natürlich auch für sein geiles Tor fürs 2:1. Generell, es war heute wirklich eine Leistung, eine Machtdemonstration des Willens beim OFC. Stellvertretend dafür die Aktion von Rafael Garcia gerade eben kurz vor seiner Auswechslung, wo er im Vollsprint in die Rückwärtsbewegung geht, den Ball wegkrätscht, einen Freistoß rausholt. Und jetzt Elsa mit Ramay links draußen drin. Da wird jetzt eine Menge Tempo vorne in der Spitze drin. Und wenn es jetzt nochmal den langen Ball gibt, dann tut das den Stuttgartern richtig weh. Also 3 Minuten wollte er nachspielen lassen, 4 Minuten sind wir schon drüber, klar. Als eines der letzten Aktionen überhaupt. Die Stuttgarter bekommen noch einmal die Möglichkeit jetzt mit dem Einwurf hier in der eigenen Hälfte. Geht es dann Richtung Mittellinie? Nee, nee. Da war der OFC dazwischen. Jetzt nochmal gelb für Fetsch. Eieiei. Gut. Also ich glaube, wir müssen das alles gar nicht mehr kommentieren. Das ist schon... Na gut, also jetzt die allerletzte Möglichkeit. 5 Minuten sind wir über die Zeit. 3 Minuten wollte er nachspielen lassen. Und jetzt der Stuttgarter Torhüter Nikolas Roger Klaus. Schon in der Hälfte der Offenbacher. Der führt nämlich jetzt den Freistoß aus. Hier hinter der Mittellinie. Da kommt er vorne rein auf die 16er Kante. Dort vorne beziehungsweise Richtung 5er schon. Und jetzt gilt es sich zu befreien. Das ist gelungen. Und da ist Lukas Hermes unterwegs. Rechts muss er rausspielen. Auf Serkan Firat. Oder geht er vorbei. Macht das selbst. Wie auch immer. Jetzt rüber gespielt. Schade, schade, schade. Und jetzt die Stuttgarter nochmal in Umschalte. Allerletzte Möglichkeit. 6 Minuten sind wir über die Zeit. Eieiei, da haben sie noch eine Chance. Jetzt die Stuttgarter vorne reingespielt. Und dann hat ihn Flauder. Und jetzt nimmst du die Pfeife in den Mund und pfeifst das Ding hier ab, oder was ist hier los? Er macht nichts. Nö, er möchte, dass Stuttgart heute Punkte holt. Also, natürlich pfeift er noch nicht ab. Aber gut, jetzt vielleicht, wenn der OFC den Ball hat, dann verliert er langsam auch die Hoffnung. Wobei, Fetsch kann nochmal aufdrehen, spielt er nochmal rechts raus auf Serkan Firat. Serkan bitte nochmal zum Tänzchen, dann nochmal zurück auf Mike Vetter, am besten ins Zentrum auf Tunay Dennis. Jetzt macht den Ball da fest, Jungs, verliert ihn nicht nochmal. Ja, Herr Schiedsrichter, wollen wir jetzt noch bis heute Abend spielen? Irgendwann wird's dunkel. Oh, aber der OFC, er kommt nochmal. Mit Tunay Dennis. Ganz links rausgelegt. Auf Elsamed Ramay. Komm, Elsamed. Zieht ab. Tor! Oh, Feierabend, Leute! Mit seiner ersten Ballberührung macht Elsamed Ramay das Tor. 4:1. Ja! 3:1 gewinnt der OFC. Eieiei, ich komm schon ganz durcheinander. Aber das Tor war für 2 wert. Ja. Der OFC, er gewinnt heute gegen 14 Stuttgarter. Und das hochverdient. Also hier wird sicherlich nicht mehr angepfiffen. Ich weiß nicht. Oder will er noch weiterspielen? Ja, er will noch mal anpfeifen, natürlich. Natürlich. Warum? Machen sie ja noch 2. Warum denn auch nicht? Das war's, Freunde. Also der OFC schlägt den VfB Stuttgart mit 3:1. Und dann sagen wir tschüss. Am Mikrofon abschiedet sich Lars Kessner. Und Kaspar Lauk, ich schau noch mal die Tore mit euch. Der Lars geht jetzt schon mal runter. Aber wir hören noch mal ganz kurz hier rein. David Endstand, Kingers. VfB Stuttgart. So, und mit dem Torjubel und mit den Bildern werden wir uns jetzt nochmal ein bisschen diesen Nachmittag versüßen. Also wir schauen rein in die Tore, die Bildregie nickt. Na also, das 1:0, das war eine blitzsaubere Eckballvariante, Serkan Firat. Dejan Bosic verlängert dann und dann ist es Ozan Renren Okungbova mit einem geilen Tor.
der dann leider im Verlauf der Partie ausgewechselt werden musste, verletzungsbedingt. Sehr ärgerlich, da wünschen wir ganz, ganz gute Genesung. Umso erfreulicher, dass Jason Breitenbach seinen Job wirklich sehr überzeugend dann gemacht hat, auch da in die Bresche gesprungen ist. Das zeichnet die Jungs diese Saison aus. Dann, der zweite Durchgang war noch relativ jung. Da hat der sehr sympathische Sven Schiplock das 1:1 markieren können. Das war dann im Zusammenspiel mit Richard Weil, der dann Grundlinie freigespielt wurde. Haben sich unsere Jungs ein bisschen ausspielen lassen und Schiplock dann aus kürzester Distanz zum 1:1. Aber der UFC, schönerweise, war er nicht um eine Antwort verlegen. Eine saugeile Flanke von Serkan Firat mit rechts. Ich möchte es nochmal betonen, das ist sein schwacher Fuß. Auch wenn es bei diesen Bildern nicht glaubhaft ist. Und dann war es Rafael Garcia am zweiten Pfosten. Der aber mit einer solchen Trockenheit einfach mit der Hinseite den Ball ins Tor prallen lässt. Ganz, ganz starker Treffer. Und dann mit der letzten Aktion des Spiels. Elsa mit Ramay, auch das mit einem brachial starken Abschluss. Da links außen freigespielt zum 3:1. Damit verabschiede ich mich. Am Mikrofon Kaspar Lauck. Ciao, Leute. Feiert schön.